Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute reacten wir wieder auf den Kanal von Dr. Light. Dr. Light ist in the house. Dr. Night and Dr. Light. Night und Light reimt sich. Also gut, wir schauen heute. Schauen niemals alle Shin Sonic Filme um 3 Uhr. Aber es gibt ein ganz großes Mysterium. 3 Uhr nachts oder 3 Uhr mittags? Das werden wir in diesem Video erfahren. Das ist die wichtigste Frage des Videos. Was ist es? Let's go. Wir starten rein. 3 Uhr nachts. Wir haben hier einen Film ab 6. Das ist die Entstehung von Shin Sonic. Ein Film ab 12. Der heißt Knuckles kämpft gegen Shin Sonic. Einfach geil. Er hat einfach die verschiedenen Filme. Ich wusste nicht mal, dass die auf DVD sind. Und der ist ab 12. Ein Film ab 16. Und das ist ein Liebesfilm zwischen Shin Sonic und Shin Amy. Und ein Film ab 18. Das ist ein Horrorfilm und der heißt Shin Sonic.exe, die Rückkehr. Aber warte mal. Boah, das klingt alles nach sehr nicen Filmideen. Also, ich würde in jeden davon im Kino gehen. Vor allem in Shin Sonic.exe. Ist da gerade Shin Sonic.exes Augen bewegt? Freunde, gebt mal einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr das auch gesehen habt. Aber wo hast du die ganzen Shin Sonic-Filme überhaupt gekauft, Doktor? Oh, da ist schon wieder dieser komische Vogel, ey. Geh weg, du komischer Vogel! Filme gar nicht gekauft. Sondern ich hab sie vorhin hier unter meinem Kopfkissen gefunden. Wie sind sie unter dein Kopfkissen gekommen? Ich hab keine Ahnung, Vogelmann, aber zum Glück haben wir hier eine Überwachungskamera im Raum, die die ganze Nacht über alles gefilmt hat. Und diese Aufnahmen schauen wir uns jetzt an. Let's go! Na, wir sind mal auf dieses Video gespannt, ne? Also, Überwachungskamera, okay. Ordner mit den Überwachungskameraaufnahmen. Okay, und hier bin ich auch schon schlafen gegangen. Ja, da steige ich in mein Bett und leg mich schlafen. So, jetzt liege ich in meinem Bett, aber bisher war noch nichts unter meinem Kopfkissen. Gerade hat man ja noch nichts gesehen, das Ding ist irgendwo ermittelt. Oder pennst du mit offenem Licht? Ich meine, mit angeschaltetem Licht, ne? Selbst die Lichterkette mit diesen ganzen Kugeln ist noch an. Aber ey, was ich sehr cool finde, er hat einfach Wednesdays Händchen dort. Das ist cool. Müssen diese Filme ja kommen? Freunde, mit welchem der Filme sollen wir anfangen? Schreibt's jetzt mal in die Kommentare. Mit dem ab 6, dem ab 12, dem ab 16 oder dem ab 18? Das Ding ist, wartet mal. War da gerade irgendwas oder habe ich mich da gerade verguckt? Also ich glaube, dass da gerade was war, wenn ihr auch was gesehen habt, Freunde. Dann schreibt jetzt mal Sonic in die Kommentare. Aber gut, lasst uns jetzt mal ein bisschen... Egal, ich schreibe auch so Sonic in die Kommentare. Auch wenn ich nichts gesehen habe. Aber ich glaube, wir werden gleich was sehen. Vorspulen. Weil irgendwie schlafe ich ja die ganze Zeit. Das Ding ist, was mache ich hier? Oh, sieht so aus, als ob ich da einfach schlafwandle. Ja, ich setz mich da gerade hin und streck meine Arme aus, so wie ein Zombie. Freunde, ich hab das nicht mitbekommen. Ich hab da einfach geschlafen. Aber naja, jetzt liege ich wieder. Das heißt, wir spulen jetzt mal wieder so ein bisschen vor. So, vorspulen? Aber wartet mal, was ist das hier? Da kommt doch irgendwie in den Raum und der ist ganz... Jo, was ist das? Einfach... Alter, das sieht gut aus. Oh. Ist das etwa Shin Sonic, Freunde? Der sieht doch genauso aus wie der hier drauf. Der hat so einen riesen Mund. Und so ganz winzige Augen. Oh, er hat doch auch diese Filme hier in der Hand. So sieht's aus, Freunde. Er geht hier gerade alle einmal durch und jetzt geht er in Richtung von meinem Bett. Das ist so gruselig. Aber was macht er da? Er versucht irgendwie leise zu sein, damit ich nicht aufwache. Aber das ist ja irgendwie auch ganz klar. Das Ding ist, er versucht die Filme unter mein Kopfkissen zu legen. Und ja, er legt eine nach dem anderen. Also einfach wie die Zahnfee. Würde auch hier ganz gut passen, denn er hat mehr Zähne als jeder Mensch hier auf diesem Planeten. Wie viele sind das? Der hat einfach zwei Gebisse auch. Im Film unter mein Kopfkissen. Und da habe ich sie auch gefunden, als ich aufgewacht bin. Das Ding ist, warum tut er das? Will er etwa, dass wir uns diese Filme hier anschauen? Jetzt ist er aber damit fertig. Alle Filme sind unter meinem Kopfkissen und er steht auf, dreht sich... Ey! Er hat mich einfach angefurzt, Freunde. Deswegen stinkt sie so in diesem Raum. Stinkt einfach immer noch. Nach einem ganzen Abend stinkt es einfach immer noch. Ich kenne das auch, dass es so random in dieser Wohnung einfach anfängt zu stinken. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich war Shin Sonic auch bei mir zu Hause. Sonic hat dir vorhin einfach gefurzt. Dass ich davon nicht aufgewacht bin, aber so. Jetzt nimmt er irgendeinen Zettel von meinem Bett und er geht nicht direkt, sondern... Er hält diesen Zettel in die Kamera, aber falsch rum. Freunde, könnt ihr lesen, was da drauf steht? Ich probier's mal. Um 3 Uhr nachts an... Um 3 Uhr nachts anschauen, ja. Wow. Freunde, Sonic will, dass wir uns diese Filme hier um 3 Uhr nachts anschauen. Aber sollen wir das dann wirklich tun? Nicht, dass irgendwas Gruseliges auf diesem Film hier drauf ist. Freunde, wenn wir die schauen sollen, dann schreibt jetzt mal Filme in die Kommentare und gibt einen fetten Daumen nach oben. Lasst uns direkt mal schauen, mit welchem Film wir anfangen sollen. Und ihr habt euch entschieden für... Film ab 6, die Entstehung von Shin Sonic? Freunde, wenn wir ab... Das ist doch wahrscheinlich der interessanteste Film dafür. Man fängt erstmal mit den Prequels an. Das ist ja wichtig, ne? Leute, wichtige Frage an euch. Star Wars. Episode 4 als erstes oder Episode 1?
Schau, und die Leute, die Episode 7 sagen, anfangen, die schmeißen wir erstmal ganz weit weg. Die Filme existieren nicht. Die Episode 7 bis 9 existieren nicht, ja? 1 bis 6. Ich würde sagen, wenn wir 1 bis 6 gucken, also die Prequels zuerst, dann hittet der dritte Teil härter als alles andere. Aber dann ist Episode 5 nicht mehr so eine Überraschung. Es ist immer so ein Dilemma. Aber ich und Teil 4 bis 6 fühlen sich auch ein bisschen anders an, weil sie sehr alt sind. Also weiß man nicht, ob man mit dem alten Teil anfängt und dann mit dem Highlight. Wobei, ich würde mit dem dritten Teil nicht aufhören. Das ist der traurigste Teil. Ich würde sagen, Prequels zuerst. Ab 6, das kann der ja noch gar nicht so gruselig sein. Und da bin ich froh drüber, weil ich glaube, die hier werden schon ziemlich, ziemlich krass. Und die schauen wir auch noch an. Aber gut, jetzt schauen wir erstmal, was okay. in der Filmverpackung drin ist. Und okay. Schiebt euch niemals einen USB-Stick in den PC rein. Ich hab in den PC gesagt. In den PC. Warum? Fremde USB-Sticks niemals einstecken. Es könnte ein Virus sein. Auch wenn ihr den startet. Ihr müsst den nur reinstecken. Und dann ist es zu spät. Wie in anderen Sachen im Leben. Nicht wie bei normalen Filmen eine DVD drin, sondern ein USB-Stick und da ist Shin Sonic drauf. Das heißt, wir müssen diesen Film auf unserem Computer schauen. Stecken wir den USB-Stick hier einmal in unserem... Hey, Bruder hat das gleiche Case wie ich. Haha, yeah. Hey, aber warum leuchtet das bei dir auch blau? Bei mir leuchtet es rot. Ich glaube, ich habe einen technischen Defekt. Bei mir leuchtet es nicht mehr blau. Ich kriege es nicht mehr, dass es blau leuchtet. Leute, das ist ein Bug. Hoffentlich ist da kein Virus drauf. Aber nein, schaut mal. Hier sehen wir den Inhalt vom USB-Stick. Und das ist wirklich ein Film und hier ist das Vorschaubild davon. Boah, das sieht schon gruselig aus. Das ist das größte Vorschaubild, was ich jemals gesehen habe. Obwohl der nur ab 6 ist. Aber gut, klicken wir drauf. Let's go. Du sollst den Film doch erst um 3 Uhr schauen. Stimmt, du hast recht und es ist erst 2.57 Uhr. Sonic hat ja gesagt, dass wir die erst um 3 Uhr nachts schauen sollen. Das bedeutet, wir müssen jetzt noch 3 Minuten warten, bis wir diesen Film hier starten können. Und in der Zeit würde ich sagen, holen wir uns doch was zu snacken. Und in der Zeit würde ich sagen, skippen wir den Teil und gehen tatsächlich straight rüber zu 3 Uhr nachts. Achtung. Let's go. Ich klick drauf und los geht's. Und wow, Freunde, da fliegt gerade einfach so eine blaue Fliege durchs Bild. Ist das vielleicht eine Shin Sonic Fliege? Das wäre viel da ist er ja. Sonic.exe. Alter, was hat der für eine lange Arme? Und der schiebt sich diese Fliege im Mund und er isst sie einfach. Da kommt jetzt gerade Garfield. Die Katze ins Bild. Nein, das ist nicht Garfield, es ist Garfield. Es ist ein ganz anderer Charakter. Und Garfield verwandelt sich in ein Monster und isst Sonic auf. Oha. Sonic streckt gerade eine Hand aus seinem Mund und isst einfach seine Augen. Und jetzt klammert er sich an den Baum fest und zieht sich aus dem Mund von Garfield raus. Boah, Igitt, er hat es einfach gegessen, Freunde. Und dieses Auge hat ihn, glaube ich, jetzt. Das ist so eine Vorstufe von Shin Sonic verwandelt. Auf jeden Fall geht er jetzt zu dem Garfield ohne Auge und kämpft richtig mit ihm. Wow. Wobei, er kämpft nicht. Er hat ihn eiskalt gekillt. Er hat ja kein Auge mehr. Kommt ihn einmal durch den ganzen Wald und aus Garfield. Kommt jetzt einfach so eine Garfield-Schlange raus. Garfield! Wenn dieser Film hier erst ab 6 ist, dann will ich gar nicht wissen, wie gruselig der ab 18 ist. Aber wow, Garfield schleudert Sonic jetzt auch einmal durch den halben Wald. Und er kriecht jetzt auf ihn zu. Wow, Sonic steht wieder auf. Und Garfield schlängelt sich einfach um ihn. Alter, der Film ist besser als jeder Avengers-Film, jeder Star-Wars-Film, den ich gesehen habe. Action, Drama, Emotionen. Der beste Film der Welt. Und isst seine Korb. Wow, die Schlange hat einfach Sonic gegessen, aber Sonic platzt wieder aus. Er ist einfach jetzt so ein Ball. Und wow, jetzt wird er einfach noch größer und jetzt ist er Shin Sonic. So ist er also zu Shin Sonic geworden in dem Kampf okay. Garfield. Aber wow, Garfield ist auch irgendwie so ein krasseres Wesen und jetzt wird er größer als... Junge, was passiert hier auf einmal? Plötzlich ist der tot, dann ist der tot, dann der, dann der. Es sieht so aus, als ob die Monster immer stärker und stärker werden. Garfield und Shin Sonic. Aber wow, Garfield hat Shin Sonic schon wieder getroffen. Und Junge, er ist schon wieder tot. Sonic. Jetzt lebt er schon wieder. Was ist das für ein Film? Ich kann nicht mehr. Was ist das? Wächst und wird auch größer als dieser gesamte Wald. Freunde, wenn euch der Kampf bis hierhin gefällt, gebt mal einen fetten Daumen nach oben. Was passiert hier? Und jetzt sieht es so aus, als ob XXL Shin Sonic den riesen Garfield besiegt hat. Ja, aber nein, es blitzt irgendwie die ganze Zeit. Sag mir nicht, dass er jetzt wiederkommt. Das ist ja wie in meinen GTA-Videos. Einmal stirbt er, dann kommt er geupgradet zurück und dann geht der Kampf weiter. Garfield steht und er kommt wieder. Noch gruseligeres Monster wieder auf. Wow. So könnte er Shin Sonic wirklich besiegen, aber wow, nein. Es sieht nicht so aus, weil Shin Sonic reißt Garfield einfach seine Tentakel ab. Und jetzt was passiert hier, Mann? Garfield hat sich in Luft aufgelöst. Das ist ja viel zu krass, aber es
geht noch weiter, Freunde. Jetzt läuft XXL Shin Sonic einfach auf eine Stadt. Was ist das für ein Film? Das ist krass, Freunde. Und jetzt Bruder, ist das der krasseste Film der Welt. Ja, er krabbelt da einfach durch die Gegend und brüllt da einmal rum. Wow, Freunde. Was würdet ihr tun, wenn Shin Sonic bei euch in der Stadt wäre? Aber da kommen auch schon Helikopter um. Das der Beat ist geil, oder? Der Beat. Monster Shin Sonic zu bekämpfen. Nee, der Beat ist doch nicht gut. Ja, die blastern einfach auf Sonic drauf. Das macht ihn natürlich wütend und deswegen hat er gerade einfach zwei Helikopter kaputt gemacht. Wow. Und der eine Helikopter flieht einfach vor ihm. Aber er fliegt einfach in den Mund vom nächsten Monster, nämlich... Ich komme nicht drauf klar, was hier passiert, aber es ist so viel Action, das ist Oscar-reif. Man muss diesen Film 10-mal am Stück gucken, um ihn zu verstehen. So ein Meisterwerk ist er. Geiler Film. Infected Sky! Das ist so ein gruseliges Wesen, was nur noch aus Muskeln und einem Skelett besteht. Das hat einfach keine Haut mehr. Okay. Und Sonic blastert jetzt einfach die komplette Stadt mit seinem Lächeln. Alles klar. Armes New York. Sky macht das gleiche und strahlt damit auf Shin Sonic. Au, auf sein Auge. Und sie laufen aufeinander zu und Shin Sonic. Yo, der Film soll ab 6 sein. Er kann sich wehren und wehrt ihn mit seinen Laserstrahlen ab. Ja. Das hat aber noch nicht gereicht, um Shin Sonic zu zerstören. Und deswegen blastert Infected Sky noch mehr Laserkanonen. Auf Sonic. Der verwandelt sich aber in den Ball. Und deswegen können die Laserstrahlen nichts mehr anhaben. Boah, es ist spannend, Freunde. Junge, was passiert hier? Aber Sonic geht jetzt direkt auf diesen Infected Sky zu. Aber er kann sich noch wehren. Boah, es ist krass. So einen krassen Film habe ich noch nie gesehen, aber wow. Jetzt treffen die zwei Laserstrahlen von den beiden einfach auf. Alter, mein Kopf, ey, Leute. Das ist eine Originalgeschwindigkeit. Ich habe das nicht vorgespult. Und lösen sich auf. Und ich glaube, Infected Sky setzt eine Spezialattacke ein. Dann einmal Boeing-Turbinen. Damit hat der Shin Sonic zerstört. Das ist, hier ist der Film zu Ende. Boah, war der krass. Und das bedeutet, wir können jetzt mit... Boah, der Film war aber ziemlich kurz. Wahrscheinlich war der deswegen nie im Kino. Aber das ist ja wie Happy Tree Friends. Das kennen wir auch alle, die Filme. Einen dieser Filme hier weitermachen. Ja. Und für welchen bist du? Ich bin für den Film mit Sonics roten Freund Knuckles. Wow, Knuckles? Kennst du gegen Shin Sonic? Ja, der hört sich wirklich super krass an. Dann machen wir mit dem hier weiter. Und hier drin ist eine DVD. Und hier ist dann der Film drauf. Das Ding ist, hier in meinem PC kann ich die DVD nirgendwo reinschieben. So ein DVD-Fach hat nämlich nur mein Fernseher. So machen wir es hier drüben einmal. Okay, Weird Flex Pro, einfach Fernseher mit integrierten CD-Player. Und tun sie hier einmal rein, so perfekt. Der Fernseher nimmt sie an und das Fach geht wieder zu. Und jetzt sollte der Okay, Bro, einfach flexen. Hier gleich starten, wo, was war das? Habt ihr das auch gehört? Das war doch die Türklingel, oder nicht? Zum Glück haben wir vor der Tür eine Überwachungskamera. Und über die können wir schauen, was da draußen passiert, okay. Komisch, bisher ist irgendwie niemand vor der Tür. Aber irgendwer muss doch geklingelt haben. Freunde, vielleicht sollten wir dann einfach den Film hier... Yo. Nein. Oh, hier kommt gerade einfach Shin Sonic ins Bild. Und es sieht so aus, als ob er noch irgendwas dabei hat. Da, ist das etwa noch ein Film? Ja, Freunde, er hat noch so eine Filmverpackung hier in der Hand. Und die legt er jetzt... Leute, das Video ist ja bald vorbei. Und wir haben erst einen von 5 Filmen gesehen. Die Tür. Hat er den vielleicht vergessen, als er uns vorher die anderen gebracht hat? Das wäre viel zu krass, aber jetzt lasst uns schnell zur Tür gehen. Weil vielleicht erwischen wir Shin Sonic da ja sogar noch. Let's go. So, wir sind an der Eingangstür. Und da schauen wir jetzt direkt raus. Let's go. Also ich glaube, wenn du so rumschreist vor der Tür, dann hat das Shin Sonic ganz sicher nicht gehört und ist auch nicht abgeschreckt gewesen, weswegen er sicherlich nicht weggelaufen ist. Ich glaube, dass er da jetzt vor dir steht und dich auf dich wartet und dann immer schön Hallo sagt. Safe. Safe. Oh, Freunde, so wie es aussieht, ist Shin Sonic gar nicht mehr hier. Hier unten liegt nur noch der Film, den er uns gebracht hat. Ab 100? Der Film ist ab 100? Ja, GG, Leute, den können wir uns leider nicht reinziehen. Dann lass uns lieber schnell wieder reingehen. Nicht, dass uns da draußen noch was passiert. So. Freunde, wir sind wieder drin. Und jetzt können wir uns diesen Film ein bisschen genauer anschauen. Hä? Der ist da drin. Oh, da. Da, habt ihr ihn gesehen? Da war Shin Sonic. Ab 100. Das heißt, man darf den erst schauen, wenn man 100 Jahre alt ist. Was ist egal? Nein. Und wow, hier drin ist auch eine DVD. Aber es steht, dass wir erst 10.000 Likes brauchen, bevor wir den Film schauen können. Oh nein, Freunde. Also wenn ihr wollt, dass wir diesen verbotenen Shin Sonic Film ab 100 schauen, dann gebt jetzt einen fetten Daumen nach oben. Und dann schauen wir den am Ende. Wow, was ist das? Das muss. Dann sagt jetzt Kämpf gegen Shin Sonic Film. Let's go. Rein mit dem Film. Let's go. Und, ja, er geht wirklich gerade los. Und boah, da brüllt Sonic schon wie übel da hinten. Boah, da kommt einfach so lila Flamme aus Shin Sonics Mund. Und der chillt da hinten einfach nur im Wald. Ja, sieht so aus und er schaut sich da ein bisschen um. Aber das ist der Shin Sonic von vorher. Das Ding ist jetzt bewegt. Er sieht einmal durch den Wald und boah, da kommt auch ein Polizeiauto angefahren. Und Shin Sonic durch. Ich wette, dieses eine Polizeiauto kann
alles ändern. Dieses Polizeiauto kann ihn aufhalten. Safe. Im Wald läuft, fallen einfach voll viele Bäume. Da hinten ist irgendwas. Das Polizeiauto scheint ihn aber nicht zu bemerken. Nein, es fährt einfach weiter. Komisch, er ist doch riesig. Wie konnten sie ihn nicht sehen? Und wo ist Knuckles? Der Film hieß doch Knuckles kämpft gegen Shin Sonic. Oh, wow, hier ist er. Der kommt mit dem... Der kommt mit einem, hier, wie heißt dieser Hubschrauber? Buzzard, Kampfheli aus GTA 5. Wir fliegen gerade in einem Helikopter und da steht einfach Knuckles. Und ich glaube, Knuckles ist da. Und gleich gegen Shin Sonic zu. Okay. Hoffentlich schafft er das. Let's go. Let's go. Zerstört werden. Okay, Knuckles eins springt gegen eins, runter Bruder. Und... Das wir müssen uns das doch mal reinziehen. Er ist gesprungen und er ist aufgeplatzt. Der ist tot. Ketchup. Aus Knuckles wurde Ketchup. Das habe ich nicht kommen sehen. Sonic, dieses Monster muss wirklich zerstört werden. Achtung. Okay, Knuckles springt runter und... Knuckles ist einfach auf dem Boden zerplatzt. Oh nein, er war die einzige Chance. Aber der Film ist Scam. Da steht, Knuckles kämpft gegen Sonic. Die haben noch nicht einmal angefangen zu kämpfen. Film ist Scam. Er schien Sonic zu zerstören und jetzt, boah, hat er uns bemerkt. Shin Sonic schaut in unsere Richtung. Ah! Er hat einfach den Helikopter angegriffen und er stürzt ab. Oh ja, ist der Film auch schon wieder vorbei. Mann, der Film, der war ja schon vorbei, bevor er überhaupt losging, so kurz war der. Viel zu krass, machen wir direkt mit einem der nächsten Filme weiter. Für den hier brauchen wir die 10.000 Likes, Freunde, macht sie voll. Und das bedeutet, wir müssen uns entscheiden, ne? Ob wir den Liebesfilm ab 16 oder den Gruselfilm ab 18 schauen. Hm, Freunde, welchen sollen wir nehmen? Wartet mal. Habt ihr das gerade auch gehört? Das kam aus der Küche. Lasst uns mal rübergehen und nachschauen. Freunde, ich stell euch einmal kurz hier hin. Und schau nach, ob da irgendwas war. Passt hier so lange mal okay. Auf den Popcorn-Eimer auf. Okay. Bis gleich, Freunde. Oh, hallo, ist hier jemand? Oh, oh. Shin Sonic. Warte mal, Shin Sonic ist eine Frau? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Shin Sonic ist eine Frau? Okay. Lecker Schmecker. Okay, der ganze Popcorn. Einfach geklaut, ganze Popcorn. No way. Stimmt, wir mussten ja Sonic in die Kommentare schreiben, wenn wir den sehen. Seriös, aber wir schauen jetzt direkt bei dem nächsten Shin Sonic Film. Und ich würde sagen, bevor wir den ganz gruseligen Film schauen, schauen wir noch den Liebesfilm. Dann let's go, Bruder. Let's go. Rein mit dem Film. Ich will den Film sehen. Rein da. So, rein damit. Und wow, ja, es funktioniert. Das Ding ist, oh, wartet mal, was ist das? Das steht Passwort eingeben und wir haben dafür nur einen Versuch? Ach, was soll denn das Passwort zu diesem Film hier sein? Ich weiß es nicht, haben wir irgendwas übersehen? Lass uns das mal öffnen und wow, ja. Hier drin steht Passwort und dann ist hier irgendein Labyrinth durch das Sonic Game. Das ist so cool. Okay, lass uns das gemeinsam machen, Freunde. Ich nehme den Mauszeiger. Sonic ist die Antwort. Und dann kommt er an einem der Ausgänge wieder raus. Entweder am Sonic-Ausgang, am Ring-Ausgang oder am Tails-Ausgang. Und ich glaube, das Wort, das hier unten steht, ist dann auch unser Passwort. Freunde, pausiert jetzt das Video und schreibt die richtige Lösung zu diesem Rätsel in die Kommentare. Wir wissen, es heißt Sonic. Rätsel für diesen Liebesfilm löst. Schauen wir jetzt mal den Gruselfilm ab 18. Den Shin-Sonic.exe-Film, die Rückkehr. Boah, sieht der gruselig aus. Aber ich habe dort die Antwort. Mach den Film. Mann, ich will das chronologisch sehen. Film aus, aber okay. Machen wir es auf und hier. Ist auch eine DVD drin. Das heißt, wir holen jetzt einmal die Liebesfilm. Nee, ich will den Liebesfilm sehen. Ich will den Liebi-Film sehen. Das kann doch nicht sein. Ich will diesen Film jetzt sehen. DVD raus und packen die von dem Gruselfilm hier rein. Nein! Wenn die wirklich mutig sein. Nein! Oh. Freunde, hier ist gerade einfach das Licht ausgefallen. Das hat bestimmt was mit diesem Film hier zu tun, oder? Shin Knuckles sieht darin einfach super gruselig aus. Und da ist auch Bruder, Shin was Sonic ist wieder in das? Ist es ein AI-generierter Film? Er verwandelt sich irgendwie in den... What Mal is going Sonic on? Ja. Oh, das sieht irgendwie gruselig aus. Verbotenen Shin Sonic Film anschauen. Den man erst ab 100 anschauen darf. Lass uns den direkt mal aus der Bruder, was ist denn mit dem Liebesfilm? Der Liebesfilm. Ich dachte, wir schauen uns noch den Liebesfilm an. Mann, ey. Arme Amy.
Verpackung holen, die 10.000 Likes haben wir erreicht. Und schieben sie hier in den Fernseher rein. So, das wird, glaube ich, super gruselig. Noch gruseliger als der Gruselfilm gerade. Und wow, der Film startet aber. Hä, das ist einfach nur so ein Rauschen. Freunde, besteht der Film etwa nur aus Rauschen? Ist ja super langweilig, aber... What? Da ist gerade einfach Shinsonic aufgeblitzt. Oh, in diesem Rauschen schon wieder. Freunde, gebt mal einen fetten Daumen nach oben, wenn euch das Video bis hierhin gefällt. Und abonniert kostenlos diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Oh, das Video endet schon. Aber wow, Shinsonic taucht immer öfter auf. Oh! Okay, also 12, 62 minus 3 sagt mir nichts. Ist wahrscheinlich irgendein Report, ne? Ein Bericht. Okay. So VHS-Stil. Sonic wurde groß und stark. Und er hat sich von der Öffentlichkeit ferngehalten. Okay. Er wurde zu groß. Die Replicants, also das Replika von dem, was wie Tails aussieht, hat sich extrem weit gespreizt. Ich glaube, ich habe es nicht Wort für Wort richtig übersetzt. Das ist nicht mehr eine Sorge nur für die USA. Sonic entwickelt sich in einer rapiden Rate und bald ist die ganze Erde in Gefahr. Er hat unglaubliche Geschwindigkeiten und eine unglaubliche Größe erreicht und... Okay, das ist er. Das ist Shinsonic. Ein riesiges Biest, das so groß ist wie die Boeing 747. Vielleicht? Vielleicht auch noch größer? Ja, so in etwa. Oh mein Gott! Okay, Leute, das ist creepy. Hat ihr gesehen, kurz bevor er losgesprintet ist, hat er uns in die Augen geguckt. Sonic hat einige hundert Meilen einfach... Zack, ist er gereist, 100 Meilen, zu Hilltop County und Station Square in einigen Sekunden. Wow, zwischen den Reiseorten ist er nur in einigen Sekunden gegangen. Wegen seiner Größe und der Geschwindigkeit, die er reist, hat er eine große Schockwelle produziert, die alles auf seinem Weg zerstört hat. Okay. Es sieht so aus, als würde es die Zivilisation nicht wirklich in der Station Square interessieren. Oder es hat kein Interesse an dieser Station Square. Es ist einfach nur so rumgelaufen, als hätte er nach irgendwas gesucht, nachdem er einen tödlichen Schrei rausgelassen hat. Einen gruseligen Schrei. Wow. Okay. Okay. What the? Was? Oh mein Gott. Yo, das ist Tails. Das ist Tails. Tails. Sonic. Shin Sonic und Tails. Was frisst er jetzt auf? Oh Gott, sehen die gruselig aus. Yo! Was ist mit ihm passiert, Mann? Nur weil er sich zurückgezogen hat, jetzt sieht er einfach so wie ein Riese aus. Wie ist das passiert? Nachdem er den Smaragd sich angeeignet hat, ist er in einfach einem Augenblick verschwunden von der Welt. Smaragd? Die vorherige GUN-Assoziation hat Knuckles, den Echidna, okay, und es wurde Knuckles und irgendwas wurde zu deren Aufmerksamkeit gebracht. Ich check den Satz sowieso komplett nicht. Irgendwann im Laufe der Zeit wurden größere Emeralds. Was? Were at an immense peak. Ach so, diese Super Emeralds, diese Super Smaragde hatten eine immense Stärke, eine immense Kraft und Macht. Knuckles will Sonic davon abhalten, noch mehr Smaragde aufzusammeln. Er wird innerhalb einer kurzen Zeit zurückkehren, um weitere Super-Smaragde zu sammeln. Also Knuckles will ihn aufhalten. Der Rote. Er will sie also zurückbringen und sie gegen Sonic benutzen. Mit dem Tod von Dr. Ivo Robotnik und einigen bla bla sind die Gefahren weg. Und das ist die beste Option, die sie haben. Die Nummer der vermissten Personen hat sich in einige Tausend erstreckt. Das ist nicht nur... Boah, Leute, das ist so schwer zu übersetzen durchgängig.
Casualties, wie viele Leute erledigt wurden und wurden zu einem anderen Ort gebracht. Ich hoffe, ich übersetze es richtig. Ich versuche, das Wichtige zusammenzufassen. Es gibt einige Hinweise, dass Tails andere Leute gekidnappt hat in anderen Ländern. Es geht also in anderen Ländern auch noch los. Manche in den USA haben gesagt, das Ganze soll irgendwie eine Art Martial Law, Martial Arts, keine Ahnung, wie man das nennt. Wir haben Angst, dass diese Kräfte, die diese Smaragde freisetzen, zu stark werden. Möge Gott uns helfen. Die Vergangenheit und... Hallo? Ruft da jemand an? Hallo? Wir müssen los. Okay. Alles klar. Jo! Alles klar. Das war also der erste. Okay. Wildes Video. Und das war erst das erste, was wir uns reinziehen. Wir gucken uns natürlich auch noch das zweite Video an. Das Ganze ist nämlich eine Playlist. Und das ist das erste Video davon. Ich würde sagen, schauen wir uns doch direkt mal das zweite Video an. Der Name des Videos lautet A Dreadful Nation, The Sonic Tapes. Und ja, Freunde, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Meint ihr, wir sollen auf die Sonic Tapes auf meinem Hauptkanal vielleicht sogar reagieren? Die scheinen nämlich wirklich sehr, sehr creepypasta-mäßig zu sein. Und ich habe das Gefühl, wenn ihr eine Fortsetzung haben wollt, dann schreibt einfach eine 2 in die Kommentare oder Part 2. Und wenn dieses Video 1500 Likes hat, dann überlege ich, dass ich das auf meinem Hauptkanal als ein hochqualitatives Video mache, rund um die Sonic Tapes. Denn ich glaube, es gibt ziemlich viel an Mysterien, die wir hierzu noch nicht aufgeklärt haben. Alles klar. Warum ist die Welt so leer? Sagt Knuckles. Was passiert mit allem? Was ist mit allen Leuten passiert? Oh Gott. Ich glaube, das ist Mr. Krabs. Ich sehe da so eine Klaue. Mr. Krabs? Hallo? Wow, wie realistisch das aussieht. Wer würde so etwas Schreckliches tun? Und er geht weiter. Detektiv Knuckles. Da ist Tails! Hey, Tails! Bin ich der Einzige oder ich verbinde Sonic mittlerweile nur noch mit Grusel? Nur noch mit Sonic.exe? Ich kann das normale Spiel gar nicht mehr spielen, weil ich nur an die Creepypastas denke. Tails? Warst du es? Weißt du, was hier passiert ist? Nein, ich weiß es auch nicht. Tails? 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 Oh! Oh! Okay! Okay! Das ist schon gruselig. Aber die Grafik ist sehr nice. Als würde sie für dieses System passen. Okay. Oh nein, der ist hinter ihm. Nicht erschrecken. Wobei doch. Oh nein. Help me. Try to run. Versuch zu laufen. Oh no! Nein! Nein, 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 Knuckles! Junge! Hilfe! Oh! Wer bist du? Was bist du? Ich bin, was ich zu brauchen sein muss. Ich bin, was ich sein muss. Du kannst nicht Sonic sein. Sonic würde niemals sowas tun. Ganz genau, das würde ich auch sagen. Sonic würde... Würde Sonic sowas nicht tun? Wir haben doch allerlei böse Sonic-Arten. Was hast du mit Tails gemacht? Was ist dein Motiv? Was willst du damit erreichen? So viele Fragen. Lass mir dir was zeigen. Alles. Oh! Oh! Okay! Das ist zu viel auf einmal.
ist das für ein Video? Was ist das denn? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ist der Himmel? Das sind die verschiedenen Smaragde. Oh Mann, das ist so cool. Also ist es, glaube ich, so ähnlich wie in normalen Sonic? Schaltet man in jeder Welt einen Smaragd frei? Ich habe leider Sonic noch nicht einen einzigen Teil vollständig gespielt. Es tut mir wirklich leid. Ich war in Green Hill Zone, die ersten drei Level, zack, das war's. Aber das würde sehr Sinn machen, dass das die verschiedenen Smaragde sind, die einem die Kraft geben. Je mehr man davon nimmt, suche nach ihnen. Suche nach den Smaragden. Weil technisch gesehen, Freunde, ein roter Smaragd ist kein Smaragd, sondern ein Rubin. Und ein blauer Smaragd ist ein Saphir. Also in Wirklichkeit sind das keine Smaragde. Die Super-Smaragde. Sie sind deine einzige Hoffnung. Aber wie, von Knuckles? Es braucht das Chaos. Es braucht die Chaos-Smaragde für das Ritual. Lass das Ritual nicht vervollständigen. Was passiert, wenn es vervollständigt wird, wenn es beendet wird, das Ritual? Man weiß es nicht. Okay, ich glaube, er sieht gerade, was passieren würde, wenn er die Macht von allen Supersmaragden hat. Okay, ich weiß nicht, ob es Copyright ist. Aus dem Grund werden wir uns das jetzt in doppelter Geschwindigkeit reinziehen. Okay. Die Käppi mir jetzt hier gekauft. Und die werden wir heute um 3 Uhr nachts öffnen. Okay, also es ist schon ziemlich ähnlich, ne? Man merkt, ja, 3 Uhr nachts, die Teufelsstunde. Das kennt man ja auch bei Kevin und Flexi. Und da haben wir auf jeden Fall 5 verschiedene Sonic Happy Meals. Shin Happy Meals. Wir haben hier ein Shin Tails Happy Meal. Ein Shin Shadow Happy Meal. Ein Shin Knuckles Happy Meal. Das hat einfach Füße. Hä? Es ist einfach weg. Lol, was war das für ein cooler Effekt? Der sah ja richtig nice aus. Wow! Hier drüben steht es! Bestimmt wollte es gerade durch das Fenster fliehen! Wir kleben es hier mal am Tisch fest, damit es nicht nochmal wegrennen kann! Hier haben wir aber auch noch ein Shin Sonic und ein Shin Amy Happy Meal! Shin Amy ist so hübsch, ich bin voll in sie verliebt. Was? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ja, ich habe mich mit ihm unterhalten. Ich glaube, das soll SCP-049 sein, der Rabenmensch. Der Rabendoktor oder so. Liebt denn Shin Amy? Ja, schau doch mal, wie schön ihre Zähne sind. Wir haben hier sogar das gruseligste Happy Meal, was man gerade kaufen kann. Und das ist das Shinsonic.exe Happy Meal. Das ist einfach in diesem Käfig. Bei 10.000 Likes. Oha, das ist ja voll die hohe Marke. Das ist crazy. Eingesperrt. Und dieser Polizist hier lässt es erst raus. Wenn wir 10.000 Likes auf dieses Video erreicht haben. Freunde, 10.000 Likes schaffen wir locker. Ja, Freunde, gebt einen fetten Daumen nach oben. Lass mich hier raus. Oh, Freunde, das hat gerade gesprochen. Das heißt, da muss irgendwas Lebendiges drin sein. Vielleicht ja sogar Shinsonic.exe. Aber mit welchem Happy Meal sollen wir anfangen, Vogelmann? Natürlich mit dem von der hübschen Shin Amy. Ich liebe die Shin Amy. Ah ja, okay, die Shin Amy. Na gut, dann fangen wir halt da mit der an. Die ist aber überhaupt nicht hübsch, muss ich sagen. Vogelmann, lass das! Hör auf, das Happy Meal zu küssen! Ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn wir mit denen direkt anfangen. Freunde, schreibt ihr mal in die Kommentare mit... Wer meint, er befindet sich hinter der Maske? Wer glaubt ihr, ist es? Vielleicht, wenn wir lang genug schauen auf diesem Kanal, dann werden wir dieses Mysterium lösen können. Ich weiß es aber bis jetzt noch nicht. Welchen Happy Meal wir starten sollen? Und das, was am meisten geschrieben wird, machen wir als erstes auch. Also außer das Shinsonic.exe Happy Meal. Dafür brauchen wir die 10.000 Likes. Deswegen Daumen nach oben nicht vergessen, Freunde. Aber gut, ihr habt noch 5 Sekunden Zeit und dann schauen wir, welches Happy Meal es geworden ist. 2, 1 und... Ihr habt euch entschieden für Dr. Light hat man sich entschieden. Ey, das war das Intro. Das war erstmal das Intro. Wow. Das Shin Tails Happy Meal? Okay, dann lass uns damit starten. Wow, das ist super schwer. Da muss super viel drin sein, Freunde. Aber gut, öffnen wir die Laschen und schauen rein. Und wow. Irgendwie riecht das Happy Meal schon ganz eklig. Als ob Shin Tails ganz schlimmen Mundgeruch hätte. Aber davon lassen wir uns nicht täuschen. Wir beginnen mal mit der ersten Sache. Und wow. Das ist auch schon direkt ein Burger. Das ist gut, weil ich habe so viel Hunger. Und ein leckerer Burger wäre jetzt das Beste, was wir kriegen könnten. Okay, packen wir ihn mal auf. Und wow. Schaut mal, Freunde, dieser... Oh, was ist das?
Ich glaube nicht, dass das ein Burger ist. Burger? Ist einfach so ein goldener Ring wie die Ringe in Sonic, Freunde. Die sehen genau. Oh mein Gott, was? Wollt ihr mir jetzt im Ernst sagen, der hat sich einen Cheeseburger gekauft, da ein Loch reingemacht, ist Gold angesprayt, damit es aussieht wie ein Sonic-Ring? Wisst ihr, wie aufwendig das ist, sowas zu machen? Holy moly! So aus. Lass ihn uns mal aufklappen und boah, ja, hier drin ist er auch Gold. Sogar der Käse hier außen ist Gold. Aber gut, lass uns mal ein bisschen von diesem Gold. Warte mal, willst du das jetzt essen? Tails Ringburger nehmen, let's go. Ah. Oh, der schmeckt super lecker, Freunde. Aber, was passiert mit mir? What the hell? Mein Auge hat gerade Gold geleuchtet. Wie, mein Auge hat gerade Gold geleuchtet? So goldgelb wie Tails? Oh nein, diesen Burger essen wir lieber nicht mehr weiter. Okay, weg damit. Und wir schauen, was hier noch drin. Okay, Leute, ich komme darauf nicht klar, ey. Aber man sieht, ey, der Typ ist auch ein bisschen gaga wie wir alle. Und das nächste, was ich hier gerade sehe, ist ein Fruchtquarz. Boah, lecker, ich liebe Fruchtquarz. Ja, Mann. Lass uns hier oben einmal aufmachen. Ey, das ist erst im ersten Happy Meal. Wir sind, wie gesagt, immer noch im ersten Happy Meal. Holy moly, Leute. Und schauen, ob der normal ist. Und? Ja, er sieht eigentlich normal aus. Ne? Oh mein Gott, da geht gerade die Sonne auf. Ich sehe einfach, wie die Sonne aufgeht. Oha. Fühlt sich das so an, als ob da irgendwas drin ist? Irgendwas Hartes, Freunde. Ich würde sagen, wir schneiden den direkt mal auf. Und schauen, ob da wirklich was drin ist. So, hier oben jetzt einmal abschneiden. Zack, es ist weg. Zement. Und jetzt greifen wir hier mal rein und wow. Es sieht wirklich so aus, als ob hier irgendwas drin ist. Und ja, hier drin ist einfach so eine Tails-Figur. Ist ja viel zu krass. Habt ihr schon mal in euren Fruchtquatsch geschaut? Ob da eine Figur das ist ja drin cool. Ist, macht es beim nächsten Mal. Wow. Wenn du diese Figur haben willst, schreib mal Tails in die Kommentare. So lange stellen wir sie mal zur Seite. Wow, hier ist noch was Riesiges drin, Freunde. Ich hol's mal raus, macht euch bereit und wow. Das ist einfach ein kompletter Kaugummi-Automat. Okay, wo kommt der Automat auf einmal her? Das ist alles in einem Happy Meal? Das ist ja der Deal des Jahres. In diesem Kaugummi-Automat ist Shin Tails. Das schaut da einfach so ein bisschen raus. Wow. Lass uns mal hier unten drehen und so ein Shin Tails Kaugummi rausholen. Let's go. Oh, da kommt doch schon einer angerollt. Yeah. Ja, lass uns den mal essen. Bitte kauen ihn mal. Das ist einfach blau. Wow, Freunde, mit diesem Kaugummi. Alter, ey, glaubt der. Ich glaub, der hat nicht nur wie Jeremy Fragrance 3 Lines genommen. Das sind gleich 10 Lines von Sonic. Ich bin gerade übelblau geworden. Ist ja viel zu krass, Vogelmann. Willst du mal einen gelben essen? Ja, mal schauen, ob ich gelb werde. Hat es funktioniert? Wow. Es hat bei dir einfach auch geklappt, Vogelmann. Schauen wir mal, was hier noch okay, drin nice. Ist. Das, was bisher drin war, war auf jeden Fall super cool. Und was soll das denn bitte sein? Ist das das, was ich denke? Oh nein, was ist das für ein Zeugs? Furzbombe. Okay. Oh, es wird immer größer und größer. Freunde, gleich platzt es bestimmt. Ja, wow. Das riecht einfach krass nach Furz. Das war keine gute Idee, die hier drin auszuprobieren. Weil jetzt stinkt's hier die ganze Zeit. Zum Glück könnt ihr das zu Hause nicht riechen, aber hier ist noch eine Sache in diesem Shin Tails Happy Meal. Junge, was? Wie viele Sachen sind denn in diesem einen Happy Meal? Ey, das ist so viel. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Video alle Happy Meals schaffen. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Das ist eine Apfeltüte. Wow, mit lecker Äpfel. Lass uns hier oben einmal aufmachen. Ist sie verschimmelt? Und die Äpfel hier rausschütten, aber... Da sind Augen drin. Schaut mal, diese Äpfel haben hier überall schon solche Löcher. Als ob die schon von irgendwelchen Würmern angefressen wurden. Wie geht's? Wie geht's? Sollen wir die trotzdem mal probieren? Vielleicht schmecken sie ja noch. Ich glaube, in diesem Apfel war auch ein Wurm. Zum Glück sind wir jetzt mit dem Alter, das ist schon sehr innovativ. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Also ich muss eins sagen... Den Aufwand, den der da reinsteckt in die Videos, will ich nicht stecken. Das ist sehr aufwendig. Ein Tails Happy Meal fertig. Hier ist nichts mehr drin. Und deswegen endlich, Leute, wir haben ein Happy Meal kaputt gemacht. Geschafft. Machen wir jetzt auch. Direkt mal mit einem der nächsten Shin Sonic Happy Meals weiter. Haben wir schon die 10.000 Likes für das ShinSonic.exe Happy Meal erreicht, Vogelmann? Nein, leider noch nicht. Die Zuschauer Schade. Müssen mehr liken, aber in der Zwischenzeit können wir doch mit dem hübschen Shin Amy Happy Meal weiter. Ich würde sagen, ja, das Shin Amy Happy Meal könnte man auch öffnen. Mit dem Shin Amy Happy Meal? Mich sonst nicht in Ruhe lässt, machen wir jetzt. Mit dem Shin Amy Happy Meal, deiner großen Liebe weiter, Vogelmann. Öffnen wir hier okay. Einmal die Laschen und schauen rein. Was ist drin? Das, was hier drin ist, wird dir gefallen, Vogelmann. Und wir müssen mit einer Sache da drin anfangen, weil sonst schmilzt sie und das ist das Eis. Nicht, dass es... McFreezy. Der McFreezy Easy Yeezy.
Ist der lecker? Der schmeckt nach Erdbeer. Ich habe den einmal gegessen. Ich glaube, ich bin nicht so für diese... Ist nicht so meins. Das Eis nachher nur noch irgendeine Soße ist. Okay, machen wir hier oben das Eis einmal auf. So, und dann ist es raus. Es ist ja ein Erdbeer. Bananeneis. Boah, das wird so lecker sein. Aber oh. Freunde, was ist das denn? Das sieht nicht aus wie Eis. Das ist eher so ein Wabbelzeug oder so. Wie Wackelpudding. Lasst uns das mal probieren und... What the going? Das schmeckt auch nicht wie Eis. Das ist wirklich irgend so ein Wabbelzeug. Oder ist es, weil das Eis aufgetaut ist, Freunde? Auf jeden Fall ein bisschen eklig. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist, Leute. Ich weiß nicht mal, wie man das nachmachen soll. Das ist so viel. Willst du das noch probieren, Vogelmann? Nein, danke, lieber nicht. Ich dachte, du bist doch so verliebt in Amy. Dann müsstest du doch alles probieren, was in ihrem Happy Meal ist. Aber egal. Nach diesem komischen Glimmereis habe ich Lust, auf was zu trinken. Und zum Glück ist hier auch was zu trinken drin. Und Freunde, wenn wir eins bei diesen Monster-Happy Meals gelernt haben, ist es vorher in den Becher reinzuschauen. So. Genau, weil da könnte ja alles Mögliche drin sein. Eine Spinne zum Beispiel. Also wenn da jetzt wirklich eine Spinne drin ist. Das ist hier oben mal. Wow. Ist da drin etwa ein Totenkopf? Ja, das ist so ein Schädel, so sieht's aus. Und der ist einfach in diesem Getränk hier drin geschwommen. Ich glaube, deine Schinelle ist nicht so süß, wie du denkst, Vogelmann. Aber Alter. Lass uns das Getränk mal von dem Schädel hier probieren. Aber erstmal die Frage, wie kommt da überhaupt eine Cola in dieses Happy Meal rein, ohne dass sie ausgeschüttet wird? Boah, Freunde, das schmeckt ultra lecker nach Erdbeere. Boah, das ist das zweite Leckere in diesem Happy Meal. Immerhin. Ansonsten war alles eklig, aber schon komisch, dass da so ein kleiner Totenkopf da drin schwimmt. Naja, egal. Hier drin ist noch was und wow, das sieht so aus wie ein Brief. Ja. Es ist einfach nur ein Zettel. Lasst uns den mal aufhalten. Und boah, da steht auch was. Hallo Amy, ich bin sehr verliebt in dich. Möchtest du meine Freundin sein? Ja, dein Sonic. Oh nein. Oh. Das sieht so aus, als ob das ein Liebesbrief von Sonic an Amy wäre. Ich lese ihn mal vor. Hallo Amy. Ich bin sehr in dich verliebt. Möchtest du meine Freundin sein? Dein Sonic. Und da unten konnte sie dann ankreuzen. Ja, nein oder vielleicht. Und was hat sie angekreuzt, Doktor? Sie hat ja angekreuzt. Dieser blöde Sonic-Schirm Amy gehört mir. Oh, Vogelmann, chill. Nein, sie soll meine Freundin sein und übt die von dem blöden Sonic. Tja, sieht so aus, als ob Amy schon einen Freund gefunden hat, Vogelmann. Beziehungsweise ist es... Oh Mann, der arme Vogelmann, ey. Ich hab auch gleich einen Vogel, Mann, ey. Ja, Shin Amy. Deswegen hat sie auch so komische Zähne, guck mal. Boah, aber gut, hier ist noch was drin. Und das ist auch nochmal was Großes, nämlich ein Salat. Oh mein Gott, da bin ich gespannt. Ich wollte ihn einmal bestellen und ich sehe jetzt das erste Mal diese Verpackung aus Pappe von diesem Salat. Hey, ich könnte mir auch mal einen Salat bestellen. Irgendwie ungewöhnlich schwer für einen Salat ist. Lasst uns mal schauen, was hier drin ist. Wir machen den hier unten mal auf und... Boah. Was ist das denn? In diesem Salat liegt irgendwas Wabbeliges. Und auf dem ist irgendwie Schleim drauf. Holen wir das mal raus und... Bruh. Freunde, in diesem Salat war einfach so eine riesige Made. Oder ist es eine grüne Schnecke oder so? Sie ist auf jeden Fall übel glibbrig. Ich esse deinen Salat. Ja. Und der Salat ist auch voll... Nee. Weg mit dem Salat. Ich sage mir... Aber dieses Shinsonic.exe Happy Meal hat gerade schon wieder geredet. Und wir noch 99 Likes, bis wir es aufmachen können. Also gib einen Daumen nach oben, wenn du es noch nicht getan hast. Aber hier ist noch eine Figur von der normalen Amy Rose drin. Bei der könnte ich ja verstehen, wenn du in sie verliebt bist. Ja, cool. Amy ist viel hübscher als normale Amy. Schau doch. Hier drin ist jetzt noch eine Sache und die holen wir noch raus und das ist der Sour Chips. Okay, Bro, es gibt ja die Hot Chip Challenge, dann gibt's die Ekel Chip Challenge und Sour Chip. Freunde, das ist der sauerste Chip der Welt. Und der müsste hier in dieser Verpackung drin sein. Lass uns das mal aufmachen. Und wow, ja, hier ist ein schwarzes Päckchen drin. Alter, wird er das jetzt wirklich machen? Und ein Handschuh. Und mit dem holen wir jetzt den Sour Chip aus diesem Päckchen hier raus. Und... Dieser Chip sieht ultra eckig aus und... Das denn aus? Essen in die Kommentare. Nur wenn ganz viele von euch wollen, dass ich den hier esse, dann mache ich das auch, weil ich glaube, das wird so sauer. So was Saures habe ich noch nie gegessen. Das Shin Amy Rose Happy Meal. Nein, ist es nicht. Mann, die Sonne kommt jetzt langsam, müssen wir die... ich habe voll in die Sonne reingeguckt. Ich bin blind. Jetzt aber auch leer. Und das bedeutet, wir müssen... Okay, Leute. Seht ihr den Schatten? Seht ihr den Schatten? Ich muss das runter machen. Jalousien. So,
So, weiter geht's. Einen der nächsten Shin Happy Meals weitermachen. Sieht so aus, als ob Shin Knuckles sich gleich hier losreißen würde. Kann sein Fesseln, deswegen würde ich sagen, machen wir mit ihm weiter. Ich würde sagen, Leute, wir schauen uns das Knuckles Happy Meal noch an und dann switchen wir direkt zum Endgegner rüber, würde ich meine Damen und Herren sagen. Ja. Nicht, dass er uns nochmal wegläuft, okay. Freunde, Shin Knuckles ist einfach so rot. Dass Shin Knuckles diese Happy Meal Verpackung fast nicht sieht. Und boah, drin ist auch alles rot. Und das Erste, was hier drin ist, ist, boah. Ich finde die Inhalte von den Happy Meals echt nice. Also sehr, 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 sehr nice. Muss ich Respekt sagen an Dr. Light? Muss sehr, sehr sagen. Sehr respektabel. Ein Burger. Auch wenn der irgendwie eine komische Chicken Burger hat. Freunde, Burger sind doch eigentlich rund. Aber naja, packen wir ihn mal auf und... Der sieht schon super grün vergammelt hier oben drauf aus. Das ist einfach... Dieser Burger ist einfach ein Frosch. Boah, ist das krass. Machen wir den mal auf und ja. Hier ist einfach ein schleimiger Frosch. Wo kriegt er diesen ganzen Schleim her? Wo kriegt er das alles her? Auf den Burger. Und das sollen wir jetzt essen, Freunde? Habt ihr schon mal einen Frosch gegessen? Aber gut, beißen wir mal hier oben in die Seite rein. Dann haben wir nicht so viel Frosch. Den wir mitessen. Und wow. Freunde, ich muss sagen, das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Lecker. Lass uns mal noch so ein Froschbein essen. Boah, sowas Leckeres habe ich lange nicht mehr gegessen. Das schmeckt irgendwie so ein bisschen nach... Marshmallows. Warum schmeckt ein Froschburger nach Marshmallows, Freunde? Mann, den musst du gleich auch mal probieren. Und hier drin ist noch mehr. Okay. Das sieht so aus wie eine Süßigkeit, ja. Freunde, ich glaube, das ist Kaugummi. In einer Tüte. Okay, ganz komisch. Kaugummi in der Tüte. Ist das Knister-Kaugummi so prickelt? Das habe ich noch nie gesehen. Lass uns den hier mal aufmachen und auf die Hand schütten. So, und wie sieht das denn aus, Freunde? Ey, yo, das ist doch voll die Sauerei, die das macht. Wer sollte sich sowas kaufen? Ne. Da sind so rote Stückchen drin, so wie Knuckles. Aber auch so weißes Zeug. Okay, wir probieren es mal. Rein damit. Au. Und boah. Hört mal, Freunde. Boah, das knistert schon extrem. Ey, wenn das kein Soundeffekt war, dann knistert es wirklich geisteskrank. Ist dann einfach überkrank. Und wenn man es kaut, bleibt einfach noch so ein Kaugummi übrig. Das war auf jeden Fall super cool. Aber ich glaube, ich habe hier drin noch was Cooleres entdeckt. Hier drin ist nämlich noch eine 6er Chicken Nuggets. 6er McPlant Nuggets. Packung. Lass uns die mal öffnen und... Was ist das denn? Die Nuggets sehen so aus, als ob die Panade davon abgemacht wurde. Und sie haben irgendwie solche komischen grünen Adern. Hier auf der Vorderseite. Naja, egal, wir probieren heute. Warum sind die grün? Knuckles ist doch rot. Warum ist hier alles grün in dem Happy Meal? Alles, was in diesen Happy Meals ist. Und deswegen auch diese komischen Nuggets hier. Hauen wir uns die mal rein. Freunde, die schmecken voll nach faulen Eiern. Knuckles, was hast du da für schicken Nuggets in dein Happy Meal? Jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Und es scheint so, als ob hier auch was zu trinken drin wäre. Ja. Und das sieht aus wie ein Shin Knuckles Trank. Ja, Freunde, der hat einfach sein Gesicht. Werden wir, wenn wir den trinken, etwa zu Shin Knuckles? Ich weiß es nicht. Machen wir es hier oben auf. Und probieren jetzt ein bisschen was. Okay, okay. Ich weiß nicht, was das für ein Getränk ist. Ob es sauer oder süß ist. Diesen Trank. Wir kriechen einfach Shin Knuckles auf. Hä, warum kommt da durchsichtige Flüssigkeit raus? Das ist nur eine orangene Flasche. Eine rote Flasche. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hilfe. Die Paulberger Limo ist leer. Boah, Freunde, ich glaube, ich bin gerade zu Shin Knuckles geworden. Ich hatte auch so einen komischen großen Mund. Dieser Trank sollte verboten werden. Jetzt ist hier noch eine Sache in diesem Shin Knuckles. Oh mein Gott. Boah, das ist eine Tüte aus dem McCafé. Da muss was Süßes drin sein. Darf ich die Tüte auspacken, Doktor? Nein, darfst du nicht. Bitte, bitte. Na klar, Vogelmann, mach du sie direkt mal auf. So, hier oben einmal reinschauen und da drinnen ist... Boah, ein Muffin. Das Ding ist, es sieht nicht aus wie ein normaler Muffin, sondern hier oben ist noch irgendwie so was Rotes drauf. Oh. So eine rote Soße, ist es etwa Erdbeersoße? Oh, aber nein, das schmeckt irgendwie metallisch. Wie komisch, aber... Das ist Blut. Naja, wir müssen auch diesen Muffin hier probieren. Und deswegen beißen wir direkt mal oben rein.
Würfbombe. Boah, hier in diesem Muffin ist irgendwie was Rotes drin und das ist hart. Boah, wie mysteriös. Lass uns das mal hier ausgraben, so hier einmal rausholen und boah. Alter. Das ist einfach eine Knuckles-Figur, die war in diesem McMuffin hier. Ich würde das extrem fühlen, wenn man in sowas ein Spielzeug reintun würde. Das fühlt sich dann so an wie früher diese, ja, also wie Ü-Eier, ne? Aber nicht wie früher, sondern wie damals noch, als in Cornflakes-Packungen ein Spielzeug dabei war. Seit wann, Leute, gibt es kein Spielzeug mehr in Cornflakes-Verpackungen? Wo war das, dass es nichts mehr zum Gewinnen gab? Ich habe meine Kindheit damit verbracht und dann gab es irgendwann die nicht mehr. Wo sind die Spielsachen hin? Versteckt. Aber auch wieder vom normalen Knuckles und nicht dem Shin-Knuckles. Da muss irgendwas dahinter stecken, Freunde. Stellen wir die mal zu den anderen Figuren, die wir aus den Happy Meals haben. Dieses Shin-Knuckles-Happy Meal ist jetzt auch leer. Und das bedeutet, wir haben jetzt... Ja, und deswegen würde ich sagen, Leute, switchen wir gleich mal direkt rüber zu dem Shin-Sonic-Happy Meal, meine Damen und Herren. Orange, Freunde. Vielleicht sind es ja pulverisierte Früchte. Ich will auch probieren. Wow, ja, nimm du... Oder warte, wo war das denn? Hier. Jetzt kommt's. Mit dem Shin Shadow Happy Meal. Und da wir die 10.000 Likes erreicht haben, machen wir jetzt weiter mit dem Shin Sonic.exe. Also wenn ihr die anderen beiden Happy Meals sehen wollt, dann empfehle ich euch nach dem Video, checkt Dr. Lights Video aus und guckt euch den Rest alleine an. Das ist der Happy Meal. Holen wir es mal hier aus seinem Käfig raus und stellen sie hin und boah, das vibriert irgendwie übel. Hört ihr das, Freunde? Aber gut, das hat ja vorher auch gleich mit uns gesprochen. Machen wir es mal auf. Und aus diesem Happy Meal leuchtet es übel grün. Holen wir mal die erste Sache raus. Das, was hier drin ist, muss ja super gruselig sein. Sind das schon wieder McPlant Nuggets 6er Stück? Und das sind 6er Chicken Nuggets schon wieder. Okay, das hatten wir schon mal, Freunde. Aber Die hier haben einfach Augen. Und hier drin ist ein Bild von Shinsonic.exe und da steht, ich beobachte dich. Oh nein, er beobachtet uns. Bedeutet das, dass er hier irgendwo ist? Freunde, wenn ihr ihn irgendwo... Seht ihr ihn irgendwo in dem Raum? Seht ihr ihn? Wo seht, dann schreibt es direkt mal in die Kommentare. Aber gut, lasst uns mal eins von diesen Augen-Nuggets hier probieren. Das schmeckt übel schleimig. Das essen wir lieber nicht weiter. Hier an diesem Shin-Sonic. Was auch immer da alles in diesen Happy Meals drin ist. Das ist schon geisteskrank. Sonic.exe Happy Meal ist aber auch noch eine Figur für unsere Sammlung. Nämlich von Sonic.exe. Ja, ist er das? Ist das der? Könnte sein, ne? Das ist so ein Roboter-Sonic. Ich habe keine Ahnung, wie man den nennt. Boah, das ist krass. Die stellen wir gleich mit dazu. Aber hier drin ist auch noch eine Süßigkeit, nämlich ein Feuerlöscher. Freunde, wofür brauchen wir denn Feuerlöscher? Naja, entsichern wir ihn mal. Und sprühen damit in unseren Mund. Das sollte hier Cola-Geschmack haben. Okay. Und, Freunde, das ist super scharf. Feuer. Du solltest doch eigentlich löschen. Nutzloser Feuerlöscher. Boah, ja. Hier drin ist auch noch ein Burger. Oh, Freunde, ich hab so Lust auf noch einen Burger. Hoffentlich ist der lecker. Freunde, drückt mir die Daumen. Wir öffnen ihn mal und... Boah, eigentlich sieht er voll normal aus, ja. Das heißt, wir können direkt mal... Ich glaube, die Bulette sah ein bisschen dunkler, grau aus. Innen reinbeißen, oder? Let's go. Stopp, Doktor, du musst vorher innen reinschauen. Ja, stimmt, wir müssen noch in ihn reinschauen, okay. Klappen wir ihn mal auf und... Was ist das? Was ist das? Das sieht nicht gesund aus. Wie sieht dieser Burger denn von innen aus? Irgendwie schon voll vergammelt. Und, okay, den wollen wir... Aber den wird er natürlich trotzdem essen, nicht wahr? Wirklich nicht mehr essen. Lass uns mal schauen, ob... Okay, dann eher doch nicht. ...hier noch irgendwas Essbares drin ist. Und ja, hier drin ist noch... So ein kleiner Gummibärchen. Mini-Burger. Oh, die habe ich so gefeiert. Ich habe die so gefeiert, diese Gummibärchen-Burger. Auch wenn die nach nichts geschmeckt haben. Die hatten wirklich keinen krassen Geschmack. Oh, eine Sache ist hier drin, nämlich ein Shin-Sonic.exe-Zaubertrank. Wow, Freunde, wenn wir den hier trinken, dann verwandeln wir uns. In Shin-Sonic. Okay, Leute, macht euch ready auf was absolut Krankes. Exe. Das Ding ist, dann können wir nicht mehr den Zauberchip essen. Dann sind wir ein Monster. Dann essen wir den jetzt zuerst. Okay, die essen den Monster. Trinken danach den Shin-Sonic.exe-Trank. Let's go rein damit. Au. In meinem Leben gegessen. Okay, trinken wir diesen Chip. Let's go, Alter. Er hat durchgezogen, Mann. Sonic.exe tragen, um diesen Chip runterzuspülen. Oh, das hat mir jetzt geholfen. Aber warte mal, weil wir den jetzt ja getrunken haben, verwandeln wir uns ja jetzt auch. Ich spüre auch schon... Oh nein, Leute, macht euch bereit für Psychose. Das Kribbeln, oh nein, Freunde, es beginnt. Aber nehmt es lieber schnell den Kanal, solange ihr es noch könnt. Und gebt einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es ist wie ein Zwang viel zu krass. Sonic!
Sonic Tapes ist in der Stadt? Ja! Wer ist Sonic Tapes? Hä, ich dachte, es geht um Shin Sonic. Ich check nix. Darauf erstmal eine Paulberger Limo. Der ist ganz böse, Sonic Tapes, Mann! Ihr kennt doch alle Sonic Tapes. Der hat Riesenzähne, Leute, und ist böse. Boah, Leute, die Cutter auf jeden Fall krassen Aufwand gerade momentan. Stecken da viel Arbeit rein. Deshalb haben wir uns als Sonic verkleidet. Das yo, was ist das für eine Psychose? Sonic the Hedgehog verteidigt. Der Hedgehog. Was war das Hedgehog? Deshalb haben wir uns als Sonic verkleidet, dass wir unseren echten Sonic the Hedgehog verteidigen. Der heißt, ich dachte auch gerade ganz kurz, dass der Sonic Hedgehog heißt, aber der heißt Hedgehog. Ich dachte gerade kurz, ich habe gerade Mist gelabert. Aus diesem Grund werden wir heute Drohne überwachen. Sonic Tapes, aka Shine Sonic, S-H-E-I-N Sonic. Wir werden den auf jeden Fall jagen. Was ist mit dem Cutter los? Der hat aber heute richtig gute Laune. Der hat heute ein bisschen zu viel Zeugs genommen, ne? Und jetzt fangen wir an. Alter, ich glaube, es ist, ihr seht es ja, wir haben hier komplette Superkräfte wie Sonic. Freunde, ihr lasst einen dicken Like, dann heute Alter, wo kommt ihr weg, und Leute, ihr müsst mal, ich sag euch, was ihr machen müsst bei den Cameron Flexi Videos. Ihr müsst nicht, das ist wie bei dieser Debatte Trump gegen Kamala oder Trump gegen Biden. Da müsst ihr nicht auf die Person gucken, die gerade redet, sondern auf die Person, die nicht redet. Guckt einfach mal, wenn er redet, auf Flexi, Leute. Was ist mit ihm los? Sonic Tapes ist unglaublich gefährlich. Und deshalb würde ich sagen, wir holen ihn. Oh, was ist da los? Was ist denn mit Carsten los? Erstmal mit dem Rückenkratzer, Freunde. So. Die Drohne und starten die Drohne. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Auf geht's. Yeah. Unsere Drohne ist gestartet und wir fliegen jetzt direkt Richtung Parkplatz vom Supermarkt. Weil da befindet sich angeblich der Sonic Tapes. Und ihr seht es hier unten, Mann, da ist auch schon der Parkplatz. Und das Krasse, was ich schon mal sehe, Flexi, ist, da ist kein einziges Auto. Kein Mensch, kein Auto. Der Parkplatz scheint absolut verlassen zu sein. Leute, lasst dafür alle mal ein Like da, wenn ihr seht, wie verlassen dieser Parkplatz ist. Leute, einfach Mewing mit dem Ding machen, das wäre wild. Oh, Mann. Ich bin gespannt, ob das stimmt, ob da wirklich Sonic Tapes gefunden wurde und gesichtet wurde. Audi wir sind Süd. Gespannt, deshalb haben wir auch die Drohne gestartet und sind direkt zu diesem Parkplatz. Wow! Da ist Sonic Tapes, hast du es gesehen? Oh mein Gott! Ihr habt Sonic. Wer ist Sonic Tapes? Ich habe im Titel jetzt Shin Sonic geschrieben, weil ich glaube, das ist der richtige, weil der Titel heißt ja, Drohne überwacht Shin Sonic aus Sonic Tapes. Dann heißt er ja nicht, dass das Sonic Tapes ist, sondern das ist Shin Sonic, weil aus Sonic Tapes klingt, das sind die Sonic Tapes. Shin Sonic ist ein Charakter. Nicht Sonic Tapes. Der war ja so schnell und hast du gemerkt, wie groß der war? Der fast so groß wie der ganze Baum dort. Heftig, Leute, der ist Minimum 3-4 Meter groß und ihr habt es gesehen, der hat einen roten Schweif hinter sich hergezogen, Mann. Lol. Können wir da kurz reinzoomen? Seht ihr das da? Roten Schweif. Das ist einfach vorübergehend geschlossen. Wir bauen vom 7.9. bis 13.9. für sie. Yo, die haben also wieder auf, Mann. Aber dieser Screen ist einfach Windows-Error. Ich merke kaputt. Gerade, dass dieser Sonic kaputt. Tapes ja doppelt oder dreifach so groß ist wie der normale originale total, Sonic Freunde. Der Hedgehog. Wow, Flexi. Alter, sind alles. Sonic, Knuckles, Amy und Shadow Sonic. Was geht ab? Warte mal, denkst du, Flexi, die... Das war nicht Shadow. Das war nicht Shadow. Der normale Original. Das war nicht Shadow. Das war Sonic.exe. Flexi. Denkst du, Flexi, die suchen jetzt gerade Sonic Tapes? Die suchen? Die sind doch schon beim Parkplatz. Die verfolgen ihn. Aber die sind gelaufen, Mann. Ja, die sind zu dem Parkplatz. Da wissen sie, dass er dort ist. Sonic Tapes. Freunde, ihr habt's gesehen. Die echten Original nicht Bösen suchen den bösen Sonic Tapes. Und alle vier haben gesucht. Alter, alle vier sind dort auf dem Parkplatz. Sonic, Tails, Amy und Shadow Sonic. Knuckles. Krass, alle sind da, Mann, und wollen Sonic Tapes, wollen sie ihn fangen? Leute, ihr wisst ja, Sonic Tapes ist übertrieben groß, den können wir nicht übersehen, Flexi. Wohin sollen wir fliegen, Mann? Keine Ahnung, der muss dann auch irgendwo sein, aber die sind alle so ganz schnell, du weißt, wie schnell die sind. Freunde, Mann, wir fliegen jetzt mal hier mit euch zwischen die Mülltonnen, vielleicht sehen wir da irgendwas. Vielleicht versteckt sich ja da jemand. Ja. Wartet mal, Freunde. Ah! Oh mein Gott, was... Alter, was war das? Sonic Tapes hat gerade Vlad und Niki gegessen? Einen davon. Also entweder Vlad
oder Niki. Ihr habt's gesehen, Mann. Alter, was ist hier los? Das heißt, Leute, Mann, wir sind auf der richtigen Spur. Lasst mal einen fetten Like da und schaut dieses Video bis zum Ende. Am besten schreibt ihr jetzt alle mal Sonic in die Kommentare. Ja, yeah, Mann. Jeder Einzelne schreibt von euch S-O-N-I-C zu dem E, zu dem W in die Kommentare. S-O-N-I-C. Ganz einfach, Mann. Aber hast du gesehen, wie das große Maul einfach den Flat oder Niki mit einem Haps im Mund hatte? Krass. Flat oder auf Niki? Video geklickt hat, habt ihr auf dem Thumbnail gesehen, wie viele Zähne der hat? Der hat so übertrieben mit 2000 Zähne. Ich muss ganz klar sagen, der sieht unglaublich gruselig aus. Und das sogar vor Halloween. Schlimmer als ein Haifisch, Leute, Mann. Ja, ja, stimmt. Halloween kommt ja bald wieder. Das wird ja cool werden. 100 Zähne hat der. Wohin sollen wir gehen, Flex? Keine Ahnung. Oh, nein! Oh mein Gott! Rennt er wieder. Oha! Leute, den kann ich gar nicht folgen. Leute, der ist neben der Bahn gerannt. Wir folgen ihm. Neben der Bahn? Er war schneller als die Bahn. Leute, Mann, was ist, wenn er in die Bahn rein ist? In die Bahn. Gut, schneller als die Bahn momentan zu sein, ist bei den Pünktlichkeiten nicht schwer. Die Bahn kommt nämlich gar nicht. Rein, ey, wir folgen dir. Guck mal, ich kann gar nicht so schnell fliegen wie Sonic Tapes. Schau mal, bei der Tür ist doch blau. Was heißt? Die Tür ist blau. Ist er da rein? Vielleicht ist er durch die Wand in die Tür rein. Das sieht schon Sonic-mäßig aus. Die Tür blau. Ganz genau. Leute, wir folgen dem Tuch. Die Tür müsste aber rot sein, weil die ja einen roten Schweif hinter sich hat. Ja, aber Sonic Tape an sich ist blau mit riesen vielen Zähnen im Mund. Stimmt. Der kann die Tür auch einfach wegbeißen. Okay, warte mal. Vielleicht steigt er jetzt aus. Wir warten. Die Bahn hält an. Mhm. Ihr seht es. Wir fliegen hier nicht weg. Bevor wir nicht sehen, wer hier aussteigt. Wirklich, er steigt jetzt aus der Bahn aus? Ich muss mal die Kamera. Leute, sehen. Lasst mal alle ein Like da. Wir suchen immer noch Sonic Tapes. Aber ich kann nicht sehen wegen dieser Bushaltestelle, Bahnhaltestelle. Da steigt doch. Nein! Go! Tape und Shadow! Oh mein Gott! Alter, habt ihr gesehen, wie groß die waren? Was war das denn gerade? Das sind nicht Sonic Tapes, oder? Ich google das jetzt gleich für euch. So groß wie das Hochhaus. Und jetzt weiß ich auch, warum wir die immer nur ganz kurz sehen. Weil die sind so schnell, die rennen gleich. Alter, Rockmusik, Mann. Und in dem Moment haben wir mit der Drohne sie erwischt. Haben wir miteinander geredet oder wollten die sich bekämpfen? Ich glaube, dass sie gegeneinander kämpfen. Weil deshalb sind auch alle vier Original-Sonics auf dem Weg zu dem Parkplatz gewesen, um Sonic Tapes zu fangen. Tut uns mal einen Gefallen und lasst hier ein Abo da. Abonniert diesen Kanal, denn abonnieren ist kostenlos. Und es tut uns einen Gefallen und euch schadet es nicht, Mann. Ganz genau, Freunde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr das bringt, wenn ihr einfach ein Abo da lasst. Wie gesagt, abonnieren hat heute nicht mehr so viel eine Wirkung wie früher. Das war, dass du jedes Video angezeigt bekommst. Das Beste, was ihr machen könnt, ist, die Videos einfach zu Ende anzugucken. Aber was ihr noch machen könnt, ist natürlich ein Abo da lassen, wenn ihr neu seid. Natürlich, weil wir wollen den Play-Button, Leute. Der silberne, ich meine der goldene. Oder der, ja genau, auf diesem Kanal würde ich den goldenen irgendwann mal haben. Und, ganz wichtig, dann lasst ein Like da, weil das hilft am allermeisten. Video zu Ende gucken, Like da lassen und wenn ihr noch möchtet, einen Kommentar. Emin und Flexi, Abo da lassen, Like da lassen und für dieses Video natürlich Sonic in die Kommentare schreiben. Flexi, Mann, ich bin jetzt wieder zurück beim Parkplatz. Du siehst es, Mann, weil hier haben wir Sonic Tapes als allererstes gesehen. Hier haben wir alle fünf gesehen. Wenn sich alles um diesen Parkplatz hier dreht, wenn die immer wieder zurückkommt zu diesem Parkplatz. Stimmt, das könnte der Ausgangspunkt sein. Warum? Weil der Parkplatz auch komplett leer ist. Das ist richtig. Und da können sie alles machen, was sie wollen und stören niemanden. Sie können hin und her rennen und nichts passiert. Zum Glück haben wir hier die Drohne in der Luft, richtig ganz weit oben. Das heißt, sie können auch gegen kein Auto rennen, gegen kein gar nichts einfach. Rennen. Eben, eben. Aber die sind so schnell. Boah. Guck mal, hier drüben, Flexi, hier ist, warte, ist alles blau. Siehst du das? Ja, stimmt. Warte, ich flieg dir mal rum. Einmal über das Gebäude drüber. Seht ihr das? Hier sind überall blaue Autos. Jetzt, jetzt, jetzt. Blaue LKWs tatsächlich. Ein paar, ja, 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 ja. Zwei, okay. Drei, vier. 4, 5, 6, 7. Was ist, wenn das ist ein Zeichen? Ihr Hauptquartier ist. Meinst du genau? Hinterm Parkplatz. Hinterm Haus. Das ist safe ein Zeichen, Mann. Stimmt, das sind noch mehr. Die sind alle blau, wie Sonic Original oder Sonic Tapes. Oder Shine Sonic? S-H-E-I-N für Sonic? Shine Sonic? Warte mal. Shin. Sonic Tapes Shine. Shine Sonic Tapes. Oder so, das gibt's natürlich auch. Drohne überwacht Sonic Tapes und Drohne überwacht Shine Sonic Tapes. Ja, was? Sonic, ich bin da verwirrt. Ich checke gar nichts mehr. Von den beiden auf jeden Fall. Okay, wir fliegen weiter, Mann. Ich glaube, das ist echt in der Hauptquartier. Hinter dem Parkplatz, das macht als alles Sinn. Es ergibt komplett Sinn. Warte mal, da war alles blau. Ja. Jetzt wird aber alles blau. Spulen ein bisschen. Oh! Oh mein Gott, das ist Sonic. Der wird immer größer. Der wird immer größer, Mann. Gesehen, der hat sich von kleiner zu groß verwandelt, aber der war vorhin schon groß. Ich habe noch gesagt, größer als der Baum. Halt, falsch. Größer als der LKW war der. Größer als das Gebäude, Mann. Freunde, spult zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt. Wow. Sonic Tapes
wie er wächst und leibt und lebt, oder was? Hat er so viel Energie, hat er so viel Kraft, dass er immer größer wird? Wird er irgendwann mal so groß wie... Ja, da hat ein Big Tasty Bacon verschlungen, ja. Da zieht in die Kalorien rein. Da zieht schon ein bisschen rein, sag ich euch. Godzilla, über die ganze Stadt wird er herrschen. Was ist, wenn er so groß wird, dass er unsere Drohne berührt, man? 40, 50 Meter hoch. Na, natürlich, ja wohl nicht hoffen. Ich auch nicht, Leute. Dann können wir das Video gar nicht mehr mit euch machen. Eben. Also, wenn's geht, wenn du ihn siehst, flieg nicht so nah ran. Du weißt, wie groß er werden kann. Wir wissen jetzt, dass der Parkplatz da das Hauptquartier von denen ist. Und hinter dem Parkplatz sind ihre Zentralen. Deswegen vermute ich, dass hier in dem Supermarkt hier irgendwo ein geheimer Gang ist, wo sie zwischen Parkplatz... Boah, das ist so cool, die Drohne einfach in der Spiegelung zu sehen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das so nice. Und die Hauptzentrale hin und her laufen können. Oder sind die im Supermarkt drin? Meisterpilot! Guck mal, Leute, ihr seht es. Ihr seht unsere Drohne hier im Fenster. Also ich sehe auf jeden Fall bis jetzt niemanden. Das ist nur ein Alibi-Supermarkt. Das ist nur Tarnung. Attrappe. Hier einfach die Windows fail to load because a required file is missing or corrupt. Genau das hatte ich auch. Alter, als hätten die irgendwas gehackt. Oh mein Gott. Ihr seht es, Mann. Was soll denn das sein? So sieht doch unser PC aus, wenn er abstürzt. Jute, Mann. Was? Wow. Oh, ich hab fast dagegen geflogen. Das war... richtig knapp, Mann. Flexi, Mann. Hey, nicht schon wieder eine Drohne, fast Mann. Sie crasht die Drohne, aber Leute, sie fliegt noch. Ihr seht es, Mann, aber so haarscharf bin ich fast nicht. Oh mein Gott. Amy und Sonic haben Sonic Tails umgehauen. Habt ihr es gesehen? Sie haben ihn wortwörtlich umgehauen. Ihr habt gesehen, wie klein oder normal die waren im Vergleich zu Sonic Tails. Das war normal. Amy what the hell? Oh mein Gott. Mit der Geschwindigkeit, weil die gegen den gerannt sind, ist er umgeflogen. Ja. Auf die Beine, mit der Geschwindigkeit, ist Sonic Tapes fällt um. Vielleicht die Methode, wie man Sonic Tapes besiegen kann. So macht man die Mürbe. Und das machst du am besten 10 Mal, dann geht vielleicht Sonic Tapes die Kraft aus. Und er kann nicht mehr aufstehen, wird wieder klein und verschwindet komplett. Das haben die vielleicht vor. Flexi, du deshalb sind sie auch zu viert. Merkst du was? Sie greifen immer nur alleine an oder zu zweit. Yeah. Dass von jeder Seite ein Sonic, Knuckles, Amy und so weiter kommen kann. Die haben sich ein Tag-Team gebildet, wie bei der WWE, oder was? Boah, ja. Ich finde das übelst cool. Da ist so ein Kissenteil. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht cool aus. Vielleicht spielt man da drin Tennis. Boah, das wäre wild. Ah, die haben sich einen richtigen Plan das wäre sehr wild. Um diesen Sonic... Ihr habt gesehen, wie groß der ist. Oh. Ein Riesenmund. So ein Mund. Ich habe irgendwie Angst vor dem. Sonic voll schön, das... Zähne. Eben, wir haben doch die Filme alle gesehen. Wir haben die Serie gesehen, Knuckles. Wir haben Sonic the Hedgehog. 1, 2, 3, 4. Sonic the Hedgehog. Jetzt hab ich richtig Bock auf einen Hotdog. 5, 6, 7. Sonic the Hotdog. Dreamcast gezockt, Leute, Mann. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr den Dreamcast überhaupt noch kennt. Ja, die Dreamcast, Mann. Hab ich nie gehabt. Ich hab bis heute kein einziges Dreamcast-Spiel gespielt. Aber da war halt Sonic ein großes Ding, ne? Switch am besten, ja, das heutzutage. Jeder, aber Dreamcast kennt keiner mehr. Leute, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, wenn ihr auch Sonic the Hedgehog auf irgendeiner Konsole mal gezockt habt. Ich schau gerade hier auf diesen Tennisplatz, aber ich sehe niemanden. Was ist denn das Weiße da? Das ist, glaube ich, die Tennishalle, aufblasbar. Ist das eine Halle? Das ist so cool. Oha, sind es viele Tennisplätze. Yo, einfach riesen Tennisplätze. Das könnte ein riesen Club sein. Und wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minimum 10 Tennisplätze. Hey, wohin sollen wir fliegen? Sollen wir da rüber fliegen, Mann? Hier hin? Ja, da ist auf jeden Fall eine große Fläche. Da können die wieder rennen und alles machen. Wir wissen auf jeden Fall, die sind sehr schnell. Das heißt, sie brauchen eine flache... Oh mein Gott, da sind die wieder am Kämpfen, Mann. Wieder Shadow gegen Sonic. Shadow versus Sonic. Shit, Sonic. Zack, zack, Fußkampf. Oh, weggerannt sind sie wieder. Ey, Leute, man, ihr habt gesehen, da war... Ja, Zappalot hier. Das geht so nicht, das ist gegen die Regel. Riesen Show, Shadow. Aber du hast recht. Wie gesagt, sie brauchen immer eine größere Fläche. Dort können sie sich austoben. Parkplatz. Hinter dem Parkplatz. Jetzt hier wieder ein Parkplatz. Große Straße. Jetzt wieder ein Parkplatz. Große Straße. Autos. Natürlich. Ey, krass. Boah, eine G-Klasse. Erstens, weil sie so schnell sind, brauchen die so viel Platz. Und zweitens, weil die so riesig sind. Ja, alle sind normal. Nur Sonic Tails ist so riesig. Ja, und Sonic Shadow in dem Stimmt, Fall. Der war auch groß dieses Mal. Ja, aber irgendwie muss man ihn ja auch aufhalten können. Weiß Gott, was Sonic Tapes vorhat. Wir wissen ja noch nicht mal, was er vorhat. Shadow Sonic kann auch groß werden, wenn er will. Hast du ja gesehen, die waren jetzt so gut wie gleich groß. Sonic Tapes zu besiegen. Ja, die waren fast gleich groß, Mann. Heftig, Mann. Lass mal einen fetten Like und schaut das Video bis zum Schluss. Das wird noch richtig spannend, hoffe ich. Ich will um... Das wird noch wild, Leute. Das wird noch richtig wild, das Video. Ich will wissen und ihr doch bestimmt auch, was Sonic Tapes vorhat. Ja, ich will wissen, ob Sonic Tapes besiegt wird oder nicht. Amogus? Alter, ist was Blaues. Amogus? Schau doch. Sonic? Wer ist das? Sonic, der Normale, weil er so klein ist? Der hält eine Hantel. Was? Sonic, der eine Hantel hält.
und sich auf den Kopf abstützt. Was ist denn das? Sonic hält doch keine Hantel. Aber es sieht so aus, als würde jemand zwei Hanteln über den Kopf. Ja, ich verstehe, was er meint. Eine Statue oder was? Irgendwas ganz Verrücktes, Mann. Ja, aber eine blaue Statue. Ausgerechnet jetzt, wo wir blau suchen. Nächstes Mal, ich würde sagen, wir fliegen direkt wieder zurück zum Parkplatz. Pack das. Mit euch zusammen da drüben. Ja, dann fliegen wir jetzt zurück. Kommt ihr mit, Alter. Das stimmt, Leute. Weil ich glaube, bei den Tennisplätzen, die sind zu klein. Du siehst es, da spielen nur auch Zweier. Ja, aber die sind zu klein. Die sind zu klein für Sonic. Ihr könnt euch nicht vorstellen, Leute, wie sehr ich Bock hätte, mal Tennis zu spielen. Es ist vor mir. Neben mir, wo ich wohne, ist ein Tennisplatz direkt in der Nähe. Und ich habe mich nie getraut, da mal hinzugehen. Weil ich denke mir, muss ich Equipment kaufen? Kann ich da hingehen? Was kostet das so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, mit wem ich Tennis spielen soll. Ich würde gerne natürlich im 1 gegen 1 mit... I don't know, mit einem Freund, mit meinem Vater, wie auch immer, einfach mal Tennis spielen. Und ich muss noch vorher die Regeln ein bisschen kennen, weil ich bin noch, bei was den Aufschlag angeht, weiß ich noch nicht genau, ob man da was groß falsch machen kann, ne? Ob man nur auf der linken Hälfte landet oder so. Ja. Und Sonic Tapes. Deshalb ab zum Parkplatz, würde ich sagen. Fliegen direkt zum Parkplatz. Ich habe nochmal geguckt, auf dem Tennisplatz ist nichts, niemand außer Menschen, die gerade Tennis spielen. Ja, eben. Und da ist auf keinen Fall jemand mehr vom Sonic-Universum. Und ihr seht es, Mann, ich mache noch einen 360-Grad-Rundumblick, ob wir vielleicht irgendwo noch Sonic... Ja, schauen wir mal nach. Ich habe gesehen, die blitzen immer mal wieder auf. Wenn sie stehen bleiben, haben wir die Chance, sie zu erwischen. Reisverkehr ist auch niemand, hier ist alles clean. Ja, ist aber genug Platz für Sonic oder den Rest. Das Ding ist, wir würden sie erkennen. Also wir sehen hier gar nichts, Leute, bis jetzt. Wo ist er hin? Und Nackes ist orange, Nackes ist gelb. Auf jeden Fall würde man das erkennen. Ich blicke zurück, mal, ihr seht es. Hier ist rechts der Parkplatz, links ist irgendwie blau. Yo, seht ihr das? Regie, da ranzoomen. Hier, wo mein Mauszeiger ist. Drück mal, ihr seht es. Nein, hier. Da ist was. Hier ist rechts. Seht ihr das? Der Parkplatz. Da krabbelt was. Ist irgendwie blau. Das ist eine Katze. Ist Leute, folgt mit der Drohne. Wie gesagt, es ist Tarnung. Der das Parkplatz ist dieser Zeichen. Das ist Eichhörnchen. Dass da alles blau ist. Eichhörnchen. Dass sich Sonic Tapes aufhält. Okay, Eichhörnchen. Wow. Oha. Nein! Der Boden ist blau gestrichen. Nein! Da war ein Eichhörnchen! Parkplätze? Ja, aber die sind ja blau! Vielleicht lädt sich ja da Sonic Tapes auf! Warte mal, auf einem blauen Parkplatz, hey! Oh mein Gott, warte mal! Batterie. Was ist denn los mit der Drohne wieder? Wir haben keine Batterie mehr, Mann! Wie der Akku! Warte mal, die Drohne zwingt uns gleich zum Landen! Was geht hier? Was? Die Drohne muss jetzt auf den Parkplatz landen! Mann, Flexi! Nein, es geht nicht! Ihr seht, du weißt doch, wer auf den Parkplatz landet! Nein! Was passiert nicht? Die Drohne geht immer weiter runter! Nein! Du sollst weiter nach oben fliegen, nicht weiter runter zum Boden. Ich kann nichts machen, Flex. Freunde, ihr seht es. Das Ding landet. Nein, das Ding landet. Leute, ihr seht es, sie landet. Die Drohne berührt ja gleich den Asphalt. Das bedeutet, unsere Drohne ist kaputt mit Sonic Tapes. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber der normale. Nein. Das sind die normalen. Was wollten die uns gerade sagen, Freunde? Hab ich das gemerkt? Wir haben uns zugewogen. Oh mein Gott. Sonic ruft an, was sollen wir machen? Was für ein Sonic ruft an? Dann geh ran, bevor er auflegt. Okay, Leute. Hallo Cayman und Flexi. Wenn ihr heute keine 2000 Likes schafft, werde ich euch etwas Böses antun. Und er kann ja ganz normal reden. Ich wusste ja gar nicht. Vielleicht kann man ja auch mit dem Mario Kart spielen. Der klingt doch so ganz nett. Ich finde ganz nett. Er hat aufgelegt, mein Freund, wenn man es jetzt richtig gehört, wenn wir die 2000 Likes nicht schaffen, kommt er her und tut uns etwas an. Das hast du richtig gehört, Freunde, Mann, ihr müsst uns helfen. Jetzt seid ihr gefragt, lasst mal ein Like da, wir müssen 2000 Likes machen oder Sonic kommt. Shine Sonic kommt. Aber das ist gut. Shine Sonic, Shin Sonic, Sonic Tapes, Tonne Tapes, Tapes in der Tonne, Tonne Tapes, Shin Tonic. Shin Tonic! Der neue Drink, Alter! Shin Tonic! Ich weiß, dass ihr es schafft, dass wir mit euch zusammen die 2000 Likes haben. Deshalb, Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Aber Flexi, Mann, es ist 3.20 Uhr. Leute, seid ihr überhaupt noch wach um 3.20 Uhr? Wenn ihr um 3.20 Uhr nachts wach seid, lasst bitte ein Like da, Mann. Und das Ganze... Alter, wie kriegt ihr euren Schlafrhythmus hin? Das ist ja jedes Mal, seid ihr bis 3 Uhr... Okay, ich auch. Also, was laber ich? Immer um 3 Uhr. Aber weißt du was? Wenn er uns angerufen hat, können wir ihn doch zurückrufen. Du siehst es, Mann, ich rufe zurück. Wir rufen Shin Sonic an um 3 Uhr nachts, Freunde. Mann, wie heftig ist das? Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie. Leute, Mann, es kann doch nicht sein. Shin Sonic ruft uns an, droht uns, dass wir 2000 Likes nicht auf dieses Video schaffen, sonst kommt er und tut uns was an, Mann. Dann rufen wir ihn zurück und er geht. Meint ihr, wir schaffen. Haben die 2000 Likes geschafft? Ich würde sagen, wir scrollen gleich runter. Mann, er hat doch gerade noch uns angerufen, weil ich will unbedingt wissen, was passiert, wenn wir die 2000 Likes nicht schaffen. Dann dürft ihr keine Likes geben. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Wieso ist er nicht rangegangen? Wenn ihr keine Likes gebt, dann kommt er. Willst du mir das sagen, Flexi, oder was? Ich will aber wissen, was passiert. Wir müssen Shin Sonic unbedingt anrufen. Ihr schafft es, ihr lasst es. Er hat's auch gesagt. Er hat auch Shin Sonic gesagt, Bruder. Ey, lass uns auf einen Shin Sonic treffen. Ja, das wäre doch was, oder? Wir zu dritt.
Ein Gin Tonic, bitte. Komm, Daxter, wir schaffen das zusammen mit euch. Aber genau, wenn wir es nicht schaffen sollten, was passiert damit? Eben, Gin Tonic auf FaceTime und zwar jetzt sofort. Er muss rangehen. Wir haben jetzt den Screen Recorder auf unserem Handy angemacht, damit ihr dabei zugucken könnt, wie wir zwei Gin Tonic auf FaceTime anrufen, Mann. Deshalb, Leute, hoffentlich geht er auch dieses Mal ran, weil wir haben Fragen. Was passiert, wenn wir die 2000 Likes wir rufen nicht genau jetzt an, Leute, Mann. Und ihr seht es. Aber warte, ich verstehe es nicht. Die machen ein Video, wo sie 2000 Likes schaffen sollen. Aber das Video, worum geht es? Ist das ein Video, wo sie Gin Tonic anrufen? Ja, ne? Aber sie hatten ja wohl ein anderes Video geplant, weil Gin Tonic ruft die an und sagt, die brauchen 2000 Likes. Aber wenn die schon in einem Videodreh waren, dann was haben die denn vorher geplant zu drehen? Drüben klingelt's. Oh mein Gott, schau ich das an. Gin Tonic! Der einzig echte und der originale. Hallo, hier sind wir. Hoffentlich geht er ran, Mann. Ich meine, muss rangehen, Freunde. Er hat doch uns erst gerade eben angerufen. Nein. Ihr seht es, Mann, Leute. Keine Antwort. Er hat uns weggedrückt. Das bedeutet, was machen wir denn jetzt? Kann doch nicht uns sein, ey. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr lasst alle ein Like da, 2000 Likes schaffen. Aber was passiert, wenn er jetzt gar nicht mehr rangeht um 3 Uhr nachts? Dann wird er wahrscheinlich hierher kommen, oder? Er wird hierher kommen und uns irgendwas antun. Und ja, aber ich will doch gar nicht, dass Gin Tonic überhaupt hierher kommt. Ihr kennt doch alle. Wow, Alter, Super Sonic ruft an, Flexen. Was? Wer ist denn Super Sonic? Super Sonic klingt wie Ultraschall. Superschall. Der Gute von denen! Sollen wir echt rangehen, Mann? Wir müssen rangehen! Super Sonic ist der Gute! Okay, gehen wir ran in 3, 2, 1. Hier ist Super Sonic! Seid ihr es wirklich, Cayman und Flexi? Wir sind's, ja, wir sind's! Cayman und Flexi! Super! Ich will euch nur eines sagen! Hört ihr mir okay. zu? Gin Tonic ist super gefährlich! Haben wir schon rausgefunden, der will nämlich kommen und uns das antun. Was können wir gegen den machen? Na, ihr könnt nur eines machen! Ihr braucht 2000 Deliges! Okay. Achso. Oder? Nicht mehr! Nur 2000 Likes hier. Alles auf das klar, Video. Vielen, vielen Dank, ey. Nicht zu da! Ciao, tschüss! Seid ihr euch sicher, dass das Super Sonic war und nicht Mickey Mouse? Er klingt einfach 1:1 nach Mickey Mouse. Freunde, Mann, ihr habt Super Sonic gehört, Mann. Er sagt, Gin Tonic ist so gefährlich, man darf ihn auf keinen Fall ins Haus lassen. Und wenn wir keine 2000 Likes schaffen, dann kommt er ins Haus. Aber wir schaffen 2000 Likes, deswegen brauchen wir uns gar keine Sorgen machen eigentlich, Flexi. Was ist, wenn wir die 2000 Likes schaffen und Gin Tonic trotzdem kommt? Das müssen wir ihn auch fragen. Komm, wir probieren es nochmal. Wir rufen jetzt nochmal zusammen mit euch. So, Leute, jetzt reicht's. Ich scroll jetzt runter. Moment der Wahrheit. Wenn dieses Video keine 2000 Likes hat, dann wird es sehr gruselig werden. Passt auf. Wir gucken. Okay, Leute, das Video, das wird ein Untergang. Das Video wird gruselig. Ich will unbedingt Ihnen eine Frage stellen und er geht einfach nicht mehr ran. Und ihr seht es, komm, ich mache wieder den Screen Recorder für euch an. Hier ist er. So, der ist an, Leute. Und damit ihr mitschauen könnt, blenden wir es euch hier drüben auch wieder ein, oder? Ja, unbedingt jetzt. Und Gin Tonic muss jetzt unbedingt rangehen. Ich habe Fragen. Auf geht's. Warum hast du ein Headset an? Und hoffentlich hebt er ab. Ich hoffe es auch, Mann. Gin Tonic, wir haben... Mir ist alles kaki kaka. Egal. Ich komme zu euch. Habt ihr gehört? Regie, wir müssen natürlich die Facecam auf die andere Seite setzen, aber was war das gerade? Er hat aufgelegt, Freunde, Mann, ihr könnt es sehen. Und hast du es gehört? Er kommt! Er will kommen, Mann. Es ist ihm alles egal, er kommt, er will auf jeden Fall kommen um 3 Uhr nachts. Wir hatten nicht mal die Zeit, ihm eine Frage zu stellen, Freunde, was sollen wir machen? Er hat nur gesagt, er kommt, ich komme! Weißt du, Mann, was ist, wenn er schon hier ist? Was ist, wenn er schon im Haus ist? Ja, aber du weißt doch, wie schnell der ist. Wie sollen wir den denn fangen? Du weißt doch, Sonic, Gin Tonic, Super Sonic, die sind alle super schnell. Meinst du? Was sollen wir denn jetzt machen im Haus, wenn er schon hier ist? Wir gucken erstmal auf einen. Ich frage mich gerade die eine Sache. Warum hat der Kopfhörer auf? Wir hören nichts. Wir hören grad nix! Alle Rollen unten sind und alle Türen abgesperrt sind, oder? Komm, Flexi, lass uns bitte umschauen. Wir müssen alles dicht machen! Komm, bitte, Flexi, sieht gut aus, oder? Alle Türen sind zu, die Rollläden sind zu, alles vorne dicht. Vorne am Haupteingang müssen wir noch schauen. Na, vorne! Schau, ob die Tür zu ist, Flexi. Die Tür ist zu, Kevin! Weiter in die Küche, Mann. Die Küche? Alter, Flexi, komm, lass das Fenster auf! Mach zu! Oh, was ist, wenn er dadurch reingeht? Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt mindestens 20 Sekunden gebraucht, bis wir dieses Fenster geschlossen haben. Was ist, wenn er in der Geschwindigkeit schon durchs Fenster gekommen ist? Freunde, ihr müsst einfach ein Like da lassen, denn wenn ihr ein Like da lasst, kann uns nichts passieren, auch wenn er hier ist, oder? Hat er gesagt. Er kommt! Flexi, er kommt vielleicht so oder so! Die Gartentür sind zu, die Rollläden sind unten, die Fenster sind jetzt auch die Türen sind zu, Eingangstür ist zu! Das heißt, es ist 3 Uhr nachts, nur wir beide sind hier! Gin Tonic hat eigentlich keine Chance. Ja, warum geht ihr nicht einfach schlafen so? Ich meine, so einfach schlafen und. Vielleicht ist das einfach nur ein Prank. Reinzukommen. Wir sind sicher, wir doch eigentlich wieder sicher an unser Sofa gehen, oder? Eigentlich sind wir sicher, Freunde. Und jetzt müssen wir einfach noch warten, dass die Teufelsstunde vorbeigeht, Leute. Aber wir haben alles abgeschlossen. Wir sind eigentlich, sind wir hier sicher, zu 100%. Yo! Oh mein Gott. Was war das? What? Das war Gin Tonic. Ihr habt's gesehen, er hat irgendwas da gelassen. Komm, ey, Leute, was war das? Habt ihr gesehen? Was ist das?
Was? Nein! Eine Shinsonic-Box! Hä? Warum cool. Lässt du Box? Ich dachte, er will uns was antreten. Er war hier! Das bedeutet, er war zu 100%ig hier, weil die Box war davor nicht da. Ihr habt ihn gesehen, wir haben ihn gesehen und er hat die Box hier gelassen. Das ist ja cool. Sonic und hier ist sein Gesicht mit diesen 1010. Willst du mir sagen, das ist eine originale Shinsonic-Box? Was machst du nicht öffnen? Flexi, mein Freunde, Mann, wenn ihr wollt, dass wir sie öffnen, gebt fleißig weiter Likes und dann öffnen wir sie. Leute, lasst ein Like da, Freunde, und schreibt alle Shin-Tonic in die Kommentare. Nicht Shinsonic, sondern Shin-Tonic. Ich dachte, Shinsonic will uns was antun, aber er bringt uns nur eine Box. Was soll denn in der Box drin sein? Willst du mich veräppeln? Was? Wir hatten schon so gefährliche Sachen, Mann. Das ist eine Box von ihm persönlich. Komm, Freunde, wir öffnen sie. Hier ist die Box, Freunde, Mann. Und schaut sie euch mal an. Sie ist blau und rot. Wie Shinsonic, Mann. Und ich bin ehrlich, ich bin jetzt auch richtig neugierig, ich auch. Was in dieser Shinsonic-Box bitte drin ist. Was? Du willst jetzt wirklich, ich bin auch sehr gespannt. Du hast doch gesagt, du willst nicht öffnen. Ihr wollt doch bestimmt auch. Ich wette, da ist ein Rückenkratzer drin. Ich wette, da ist ein Rückenkratzer drin. Und dieser Rückenkratzer lässt sich einfach breiter und breiter machen. Okay, ich dachte. Okay, und noch breiter. So groß kann man den machen, Leute. So groß, dass ich die Decke berühren kann von hier. Let's go. Auch wissen, was ich halte die Decke fest. Wissen, was drin ist. Die Decke stürzt sonst ein. Eingeschaltet, Freunde, meine Leute. Ich würde sagen, Tom, wir öffnen sie, oder? Wir öffnen sie auf jeden Fall. In 3, 2, 1. Wow! Wow! Essen vom Sonic. Deshalb auch Lunchbox. Junge, was ist das? Sind das seine Haare? Hey, das ist vielleicht das Essen, was so viel Energie in ihnen erzeugt. Verstehst du? Was ist das? Alter. Ein Stift? Nee. Was ist das? Eine Giftspritze. Oder? Nein, Sonic ist doch der Liebe. Stimmt. Was machen wir jetzt? Was macht Cayman da? Boah. Was ist denn? Was ist es? Das ist ganz sauer, Mann. Was? Sauer? Kann doch nicht sauer sein. Junge. Wie auch denn? Krass! Jetzt weiß ich auch, wo Sonic seine Energie herbekommt. Flexi, und das hier sind wahrscheinlich seine Löcher drin. Energietabletten. Seine Drops. So, wisst ihr, was auch um Energie kostet? Das hier zuzumachen. Energie! Alter, was? Wieso sind da Löcher drin? Mal, mach mal da was rein. Da rein, oder was? Alter, krass. Und mach mal, das hier zieht sich zusammen. Was geht denn da ab? Das ist ja crazy, wie Magic. Das ist ja Magie, Mann. Schaut euch das an. Man kann hier die Vulkane, die Krater. Alle voll machen mit diesen, weiß nicht, Energie-Power-Siegel. Was ist das? Energie-Booster mal, Flexi, was passiert, wenn ich die jetzt esse? Die essen wir. Oh nein. Oh nein, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt weiß ich auch, warum der immer so schnell wird. Der ist einer. Tschu! Ist er weg? Ist das Speed? Also, I show Speed? Einfach. Flexi, Mann, ich glaub, die Regie. Oh nein! Oh mein Gott, no way! Nein! Ich bin weniger! Ich bin weniger! Was geht jetzt? Hat die Energiepilz? Mann, ihr wart nur auf der Stelle, ihr hättet echt einen Marathon kurz laufen können oder 5-mal um den Block. Ey, das würde ich richtig fühlen. So in Zeitlupe 5-mal ums Haus laufen oder im Garten. Die kicken ja richtig rein! Ja, Wahnsinn! Oh, blaue Zunge! Ist das anstrengend, ey? Ich kann nicht mehr. Ey, lass uns weiterschauen. Lass echt mal weiterschauen. Heftig. Sonic ist wieder da, Mann. Komm wieder. Hat wieder was gebracht. Da ist was. Was geht jetzt? Flexi, lass gleich mal nachgucken. Was ist da? Oh, gar nicht mehr. Was geht denn jetzt? Was hat ihr uns schon wieder gebracht? Drei Gegenstände, Freunde, Mann. Alle wieder blau? Alle von Sonic 2? Was ist das, Mann? Ein Hexenkessel? Vielleicht ist das so eine kleine Spende. Eine kleine Spende. Gehen wir mal rein. Hey, okay, was ist das? Das sieht aus wie eine Rakete mit Ständer. Zaubertrank? Zaubertrank? Sonic sein Trank. Puh, gar kein Bock. Das müssen wir irgendwas machen damit, Mann. Du musst die Sachen holen. Ja, vielleicht ist er ja auf Toilette gegangen. Ist weg, Tom. Ey, was? Schauen wir uns die Sachen. Vielleicht ist Sonic ja einfach nur auf Toilette gegangen und die trinken jetzt Sonics blauen Saft. Mach mal an, Flex. Mit was fangen wir an? Keine Ahnung. Mit dem kleinsten, oder? Letzte Chance vorbei, ob ihr wirklich richtig seht. Steht ihr, wenn das Licht angeht? Wir fangen mit dem Hexenkessel an. Okay, krass. Seid ihr ready? Mach ihn auf. Gib einen Daumen nach oben. 2, 1. Wow. Wow. Was ist denn da, Flexi? Hä? Alles blau? Aber auch irgendwas anderes. Alter, was ist das? Ist das Sonic seine Haut? Das ist ein Schleim. Ist Sonic seine Haut? Da ist doch irgendwas drin, Flexi. Was ist das Grüne? Oh mein Gott. Was bringt Sonic für Sachen? Yo! Heftig. Oh mein Gott. Bro. Da sind zwei Sachen drin. Zwei Sachen. Da sind zwei Sachen drin. Ja, hol mal raus. Alter. Was ist das? Sonic, Mann, was machst du mit uns? Ich glaub, der hat uns. Cool. Der weiß nicht, was da für eine coole Überraschung drin ist. Ist Glitzerpulver. Und was ist das Grüne? Glitzerpulver? Nein, okay, nicht Glitzer. Und das aufmachen. Ich habe mit diesem Schleim so gerne immer als Kind gespielt. Wenn der irgendwann trocken wurde, habe ich ein bisschen Wasser hinzugefügt, das durchgeknetet und dann war es wieder fresh. Also, falls euer Schleim irgendwann mal trocknet, dann wisst ihr Bescheid. Flexi, Mann, unsere Fans wollen sehen, was da drin ist. Ich krieg's nicht auf. Ich krieg's nicht auf, Mann. Jetzt ist auf. Ihr seht es zuerst. Was ist das? Alter.
Was ist das? Ein Zauberhut. Ein Zauberhut. Und dafür das ganze Glimmerschleim-Spaß hier reingepackt. Ja, der hat's versteckt. Gut versteckt. Vielleicht nur den Bösen. Oh mein Gott, Mann. Okay, ist hier noch irgendwas drin? Das ist auch blau wie sein Hut. Nee, da ist nichts mehr drin. Da ist nichts mehr. Das ist einfach nur noch Schleim. Leer, ich seh's. Sonic, Mann, was geht? Ah. Krank, okay, heftig. Oh mein Gott, aber hier ist noch mehr. Noch mehr. Zeig uns, was im anderen drin ist. Was hier drin ist, hier muss auch was drin sein, okay? Oh, jetzt nein. Mach mal Finger rein. Oh mein Zauberschleim, Flexi. Yo, was sind das für verschiedenste Sachen? Leute, ihr wisst schon, dass wenn es flüssig ist und es von Shinsonic ist, das ist dann nicht ein Wasser, was er euch gekauft hat. Das ist was ganz anderes. Warum fasst ihr das an? Und wenn wehe, ihr trinkt das. Aber was soll das sein? Der sieht ganz anders aus. Hä? Das ist viel dunkelblau, meine Zelle. Schaut mal, das ist eine ganz andere Farbe. Crazy, ich glaube, wir müssen die vielleicht mischen. Meinst du, ich soll mischen? Oh mein Gott, Flexi, schau mal! Der Schleim lebt, Mann! Er macht uns weg! Dann bin ich auch! Oh mein Gott! Hilfe! Schmeiß ihn weg! Ich kill dich, Flexi! Schmeiß ihn weg! Er macht. Ah! Ja. Schmeiß ihn weg! Yo! Schmeiß ihn weg! Einmal der Kampf gegen den Schleim, ey. Das ist wie SpongeBob, wenn er Panik hat vor dem Schmetterling. Genau! Schmeiß ihn weg! Mach das Sonic-Schleim! Weg damit, weg damit! Komm, weg damit! Oh. Was geht hier? Mann, was ist das wieder für ein böser Schleim gewesen? Jetzt habt ihr überall den Schleim verteilt. Oh, das wird sehr, sehr anstrengend, das sauber zu machen. Ja, wir können ja noch heute Morgen duschen gehen, alles gut. Das Video ist noch lange nicht vorbei, deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt wird's nochmal richtig extrem und zwar mit dem Sonic-Zaubertrank. Bitte, ich hab doch gerade gesagt, ihr sollt nichts trinken. Ihr sollt es nicht trinken. Nein. Wir müssen, es ist 3 Uhr nachts. Und wir werden es tun, hier ist er. Flexi, Mann, ich will nicht. Der blaue dann fang du bitte an. Fang du ich soll anfangen. Fang du an, Flexi, Mann. Immer muss ich anfangen. Weißt nur, weil sich der Schleim aufgegessen hat. Idee. Du machst die Augen zu und ich schütte dir rein, okay? Ja, gut, okay. Was? Aber wir wissen nicht, was passiert. Um 3 Uhr nachts. Es ist der echte Zaubertrank. Oh, yo! 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 Sass! 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 Ey! Ich versteck mich vor der Kamera. Ich versteck mich vor der Facecam. Seht ihr mich noch? Leute, das ist doch nicht normal. Ich bleib jetzt hinter der Facecam, mir egal. Ich versteck mich, ich das ist Sass. Das ist nicht vom Weg. Alter, wenn ich mir die Augen schließe, dann hört sich das. Ich spule nochmal zurück. Wenn ich die Augen schließe, das hört sich so falsch an. Komm, Flexi. Tom, komm, ich geh näher. Probier mal, der schmeckt übel lecker. Nein! Nee, ist ernsthaft, ich hab was viel Schlimmeres erwartet. Ich hatte Zaubertränke, die waren ekelhaft. Aber der? Boah, Flexi. Der macht alles wieder weg. Ey, wenn man nur hinhört. Wenn man nur hinhört und nicht hinguckt. Das ist das Merkwürdigste ever. Der schmeckt doch voll geil. Passiert bis hier doch gar nichts. Oh, was geht ab? Okay, jetzt guck ich wieder. Jetzt guck ich wieder, Leute. Ich guck wieder. Hilfe! Was passiert hier, Leute? Help! Help me! Please help me! I'm under the water. Oder einfach MMA-Fight. Und der Hund kommt mit. Ist gut, ist kalt, der ist kalt! Der ist kalt, warte mal, ich probier's mal. Der ist eiskalt. Warte. Was ist denn jetzt das? Der ist eiskalt, Mann! Was ist denn jetzt auf einmal los? Warte. Was passiert auf einmal? Freunde! Die haben ein ganz anderes Outfit an. LOL. Warum ist der so kalt? Warum? Leute, der ist eiskalt. Der ist so staubtrocken, Alter. Oh mein Gott. Das ist der neue Frozen Burger. Das haben wir doch mal auf TikTok hochgeladen. Der Burger voller Eis oder als Eisburger auch gelernt. Aber wo habt ihr den? Ist das. Gehört das ins Video? Das ist ein Happy Meal. Sonic Happy Meal. Okay, vielleicht haben wir. Ich glaube, da ist ein bisschen das Videomaterial verloren gegangen, wahrscheinlich. Ich meine auch wirklich der Original Sonic Drink. Aber warum greifst du jetzt direkt zum Sonic Drink? Was ist, wenn ich den trinken möchte? Ich weiß ja natürlich. Aber das ist nicht Sonic Drink, sondern Shin Sonic. Okay. Was haben wir denn hier? Oh Gott, das sind cool, Leute. Das gucken wir uns noch an.
Nee, sonst sagen die Leute, ich trink's nicht. Aber ich habe alles leer getrunken, ich hatte so einen Durst. Okay, ich trinke auch weiter. Wie schmeckt deiner? Also ich muss ehrlich zugeben, meiner hat gut geschmeckt. Oh nein. Geht so, Leute. Das wird so viel Kunde, Leute. Mit dir war keine Kunde. Aber ich muss zugeben, mein Durst ist jetzt tatsächlich gestillt, Mann. Okay. Ey, Mann, ich stell mir so vor, die beiden so in einem Bett nebeneinander liegend. Ladybug und Sonic Flexi. Ayo! Was ist das? In einem alternativen Universum. Was ist denn los, Flexi? Du siehst aus wie Sonic! Au, du siehst aus wie Knuckles! Alter, Freund, was ist Knuckles? Eher wie Ladybug. Was ist passiert, Mann? Ich glaub... Alter, das liegt an diesen Getränken, die wir getrunken. Meiner war blau, meiner war rot. Deshalb sehen wir jetzt so aus wie Sonic und Knuckles. Aber du siehst aus wie Sonic bei Wish bestellt, Flexi, Mann. Du siehst auch nicht ganz 100% aus wie Knuckles. Hä? Knuckles hat doch nicht solche Haare. Ja, und Sonic hat so einen Mob auf dem Kopf. Das sind doch zwei Igel. Wo sind unsere Stacheln? Flexi, Mann, was ist hier passiert? Oder Leute, die werden... Ich weiß ganz genau, wo eure Stacheln sind, aber... Wir trinken das nur für euch. Aus diesem Grund schaut das Video bis zum Ende. Leute, Cayman, ich weiß es. Der Zaubertrank, der war schlecht und abgelaufen. Wäre der noch gut gewesen, wären wir jetzt die echten Sonic und Knuckles. Ja, aber ich glaube, der war abgelaufen. Meiner hat auch so bitter gerochen, aber wir können doch jetzt nicht die ganze Folge hier wie Knuckles und Sonic von Wish bestellt hier rumsitzen. Leute, lasst jetzt alle mal... Von Wish bestellt ist ein Meme, das sowas von vor 2020 war ungefähr. 2018 sogar. Irgendwie ist es weg, das Meme. Das gibt's nicht mehr. Aber ja, Leute, ich würde sagen, falls ihr euch den Rest des Videos reinziehen wollt, dann geht jetzt auf Cayman und Flexis Kanal. Link in der Beschreibung. Einfach draufklicken, dann seid ihr da. Aber vorher lasst ihr hier noch ein Like und ein Abo da. Und dann grüßt ihn einfach mal von mir. Grüßt vor allem, Leute, Shin Tonic Flexi. Shin Tonic, ey. Das ist der Drink des Jahres. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein. Und ciao.